bisschen aus meiner. Ich drücke kurz hier fortfahren. Also, ich werde euch ein bisschen aus meiner Zeit im weiblichen Profisport, im weiblichen Profifußball erzählen. Bin aber auch total gespannt auf die Frage- und Diskussionsrunde im Anschluss, weil ich selber auch immer Interesse habe, verschiedene Perspektiven zu hören. Und von daher lege ich mal los. Also, wie bereits erwähnt, mein Name ist Katrin Lengert. Ich war 12 Jahre lang Profifußballerin, Torhüterin bei verschiedenen Vereinen in der ersten Liga in Deutschland und in Schweden, sowie in den deutschen Jugendnationalmannschaften, der deutschen A-Nationalmannschaft. 15 Jahre meines Lebens hat sich alles nur um eine Sache gedreht. Fußball, Fußball, Fußball. Ja, also ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, ich habe drei Brüder. Nichts war naheliegender, als dass ich auch auf dem Fußballplatz kicken gehe. Ich habe tatsächlich im Kindergartenalter schon begonnen, damals ohne jegliche Hintergedanken, dass es irgendwann mal eine berufliche Laufbahn sein könnte, sondern Fußball war einfach meine große Leidenschaft, meine Liebe. Und sobald ich dann auch in diese Vereinsstrukturen eingetreten bin, hat sich eben mein Alltag vor allem um Training gedreht, um Regeneration, um die Spiele, die Wettkämpfe, das Mannschaftsgefüge. Und um ehrlich zu sein, ich habe jede Sekunde davon geliebt. Ja, es ist bis heute die eine Sache auf der Welt, die mich am glücklichsten macht. Und es war ein tolles Leben, das schönste Leben, das ich mir hätte vorstellen können. Gleichzeitig hat sich aber natürlich für 15 Jahre auch alles um einen anderen Aspekt des Fußballs gedreht, nämlich das Business, ja, die Performance, die Leistung. Dazu gehörte der Druck, der Konkurrenzkampf, die Öffentlichkeit und noch viel mehr das Funktionieren. Also immer auf Knopfdruck die bestmögliche Leistung abrufen zu können, aber auch zu müssen. Und diesen Aspekt des Spiels habe ich ehrlich gesagt nicht besonders gemocht. Ich erzähle das, weil natürlich im öffentlichen Diskurs immer noch so ein bisschen das Bild vorherrscht, dass Fußballspieler, Fußballspielerin sein ein Traumberuf ist, ohne Netz und doppelten Boden, absolute Erfüllung eines Kindheitstraums. Aber während das für meine männlichen Kollegen durchaus so sein mag, wobei ich auch da Abstriche machen würde, ist es eben im Frauenbereich durchaus noch etwas anderes. Da stellt sich das durchaus ambivalenter dar. Ja, und ich habe mir halt im Nachgang meiner Karriere die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ich zum einen das Spiel am allermeisten geliebt habe und gleichzeitig am Ende meiner Karriere geschworen habe, nie mehr mit diesem Business zu tun zu haben und nie mehr in den Fußball zurückzukehren. Und wenn man das betrachtet, dann ist die Antwort natürlich relativ komplex, da spielen verschiedene Sachen rein, aber ich glaube doch ganz gut nachvollziehbar. Ich habe bei den größten Vereinen gespielt, die es zu der Zeit in Deutschland und im europäischen Fußball gab. Ich war sehr, sehr erfolgreich und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar. Aber mit den Jahren hat sich dieser Dankbarkeitsduktus, also so dieser Impuls von außen, sei doch mal dankbar, dass du das machen durftest. Sei doch dankbar für das, was deine Vereine für dich getan haben, für das Leben, das du hier haben durftest. Ehrlich gesagt auch viel in Wut verwandelt. Darüber, wofür ich eigentlich dankbar sein soll, wenn ich betrachte, was ich im Gegenzug auch reingesteckt habe. Denn am Ende meiner Karriere, nach 15 Jahren Leistungssport, war ich vor allem, ehrlich gesagt, einfach nur leer. Ich war körperlich leer, ich war mental leer, ich von jahrzehntelangem Übertraining, mangelnden Regenerationszeiten. Ich habe nach meinem Karriereende 5 Monate gebraucht, bis ich nach dem Aufstehen nicht mehr müde war. Bis ich einfach das Gefühl hatte, ich habe tatsächlich sowas wie meine körperliche Kraft zurückgewonnen. Das ist so dieser Aspekt der körperlichen Ausbeutung für mich im Sport. Ja? Denn anders als meine männlichen Kollegen, aber so wie die meisten AthletInnen in Randsportarten, konnte ich zwar vom Fußball meinen Lebensunterhalt bestreiten, also Miete bezahlen, vielleicht 2-mal im Jahr in den Urlaub fahren, aber ich konnte kaum finanzielle Rücklagen bilden und schon gar nicht langfristig für die Zukunft vorsorgen. Das heißt, ich hatte von klein auf das Bewusstsein und auch den Druck, ich muss noch was anderes machen. Ich muss mich absichern, wenn morgen mein Knie kaputt geht, dann muss ich woanders Geld verdienen können, weil das hier wird nicht reichen.
Ja, also ich kann mal als Beispiel nennen, meinen ersten Profivertrag, also in der ersten Liga in Duisburg, die damals auch schon ein deutscher Topverein waren, den habe ich mit 17 unterschrieben, beziehungsweise durfte ich den ja noch gar nicht unterschreiben, ich war nicht volljährig, sondern mein Vater war dabei und hat den unterschrieben. Da gab es jetzt auch keine große Pressekonferenz oder keine Ahnung, ich hatte keinen Spielerberater, sondern wir saßen einfach nach dem Training in der Trainerkabine und haben so auf dieser Umkleidebank so ein Stück Papier unterschrieben. Mein erstes Gehalt in der ersten Liga waren 250 Euro. Das war, und ich glaube, der Vertrag lief sogar 2 Jahre ohne Option, ohne Möglichkeit der Gehaltssteigerung. Und ja, das hat dann gerade gereicht, um bei der Berufsgenossenschaft versichert zu sein. Das war immer so der Aspekt, damit man gesundheitlich zumindest eine halbwegs ansprechende medizinische Versorgung erhält. Und ja, während viele jetzt den Kopf schütteln mögen, kann ich Ihnen gerne erzählen, was meine erste Reaktion war. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich ins Auto gesetzt und gejubelt, ja, weil ich es erstmal toll fand, dass ich überhaupt mit meinem Hobby oder meiner größten Leidenschaft Geld verdienen konnte. Aber auch, weil ich überhaupt nicht erwartet hatte, dass es irgendwie anders hätte sein können. Denn ich bin ja ein Kind der 90er Jahre und was ich von klein auf gelernt habe, war, es ist ja nur Frauenfußball. Frauenfußball interessiert keinen. Frauenfußball kommt nicht im Fernsehen, vielleicht mal eine Weltmeisterschaft. Keiner kennt Frauenfußballspielerinnen, die sind hässlich, Mannsweiber, Kampflesben, langweilig, deshalb berichtet niemand über sie, keiner interessiert sich für sie und sie werden niemals so gut sein wie die Männer, jemals. Von daher kam mir dann 250 Euro auch gar nicht mehr so wenig vor. Und diese internalisierte Scham, ja, diese Abwertung meines Sports und damit ja auch ein Stück weit meiner Person war der Standard über weite Teile der 90er und Nuller Jahre in unserer Gesellschaft, egal für wie emanzipiert oder fortschrittlich sich dann Deutschland auch gerne halten mag. Die Wahrheit ist aber, ich habe genauso viel, wenn nicht sogar mehr trainiert, als meine männlichen Kollegen ab der dritten Liga. Ich habe 6 bis 8 Einheiten die Woche trainiert und am Wochenende also hatte ich Wettkämpfe, bin ich zu Spielen gefahren. Und das waren jetzt ja bei Auswärtsspielen bundesweite Reisen. Wir sind jetzt aber nicht mit erster Klasse von München nach Hannover geflogen, um in Wolfsburg ein Auswärtsspiel zu bestreiten, sondern wir sind mit dem Bus gefahren. Und wir sind dann samstags morgens schon losgefahren. Wir haben unser eigenes Mittagessen mitgenommen. Wir haben im Bus unsere Hausaufgaben gemacht. Und ja, wenn die Bustoilette kaputt war, dann mussten wir halt alle 20 Minuten irgendwo auf dem Rastplatz anhalten. Und dann hat die Fahrt auch noch mal gerne 2 Stunden länger gedauert. Das war unsere Realität, unseren Sport auszuüben. Und ich sag mal, wenn jetzt mal aus Duisburger Perspektive gesehen, wir ein Auswärtsspiel in Freiburg hatten und da war Sonntagsanstoß um 14 Uhr, dann war ja klar, rein rechnerisch, dass wir niemals vor Mitternacht wieder zu Hause sein können. Nur haben wir eben nicht dann ausgeschlafen und sind am nächsten Tag irgendwann mal am Nachmittag entspannt zur Massage gegangen, sondern wir haben montags morgens um 8 wieder in der Schule gesessen oder in der Uni. Oder für die ganz Unglücklichen morgens auf der Arbeit. Und keiner kann uns im Nachhinein sagen, wie wir uns vielleicht sportlich entwickelt hätten, wenn wir ausgeruht hätten trainieren können am nächsten Tag. Wie viel Gewicht hätte ich im Kraftraum geschafft, wenn ich ausgeschlafen und ausgeruht gekommen wäre und nicht nach 8 Stunden Arbeit im Büro? Ja, unsere körperliche Entwicklung, unsere sportliche Entwicklung hat definitiv unter den Strukturen gelitten, in denen wir gearbeitet haben. Und am Ende des Tages war man immer abhängig von den Entscheidungen anderer. Ich durfte nicht über meinen Trainingsumfang bestimmen. Das hat der Trainer gemacht. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Als ich in der A-Nationalmannschaft gespielt habe, war ich mal mit einer anderen Kollegin vom FC Bayern 2 Wochen in Spanien auf einer Länderspielreise. Und ja, wir sind dann an einem Wochentag zurückgeflogen
War auch erstmal alles so okay soweit. Mit dem Trainer war abgesprochen. Wir landen, glaube ich, um 16 Uhr oder so. Und dann kommen wir abends noch zur Platzanlage. Die war damals in Aschheim, also auch weit außerhalb Münchens. Und gehen dann da irgendwie noch auslaufen und zur Massage. Jetzt war es aber so, dass unser Flug viele Stunden Verspätung hatte. Es hat sich immer mehr verzögert. Wir hatten schon Verspätung beim Flug nach Madrid. Wir mussten umsteigen. Dann war unser Gepäck irgendwie nicht da. Und meine Mitspielerin war deutlich jünger als ich und hat schon mal gesagt, Mensch, kannst du dem Trainer nicht mal schreiben? Ich war jetzt auch noch Kapitänin. Dann habe ich ihm irgendwann auch geschrieben, du Trainer, unser Flug hat Verspätung. Wir werden es nicht pünktlich zum Training schaffen. Ne, können wir dann bitte direkt nach Hause fahren vom Flughafen? Weil Sie können sich ja auch vorstellen, wenn man 2 Wochen nicht zu Hause war, dann die Reisestrapazen, das viele Training. Wir wollten einfach nur nach Hause. Die Tasche auspacken, irgendwie vielleicht noch eine Waschmaschine anmachen und sich mal kurz auf die Couch legen, bevor am nächsten Tag das Leben wieder losgeht und der Alltag. Aber nein, ich habe 3, 4, 5 SMS geschrieben. Es wurde immer später bei uns in Madrid der Trainer, nein, ihr müsst noch kommen, das ist super wichtig. Er hat uns anscheinend auch nicht zugetraut, dass wir alleine auslaufen können zu Hause, an unserem Wohnort im nächsten Park. Ja, und das Ende vom Lied war dann, dass wir direkt vom Flughafen, ich hatte mein Auto da stehen lassen, direkt vom Flughafen eben zum Trainingsplatz noch fahren mussten. Wir waren, glaube ich, um kurz vor 9 da. Die Flutlichter wurden gerade ausgemacht. Unsere Mitspielerinnen sind dann duschen gegangen. Die hatten ja Training an dem Abend. Ja, und wir sind dann im Dunkeln noch 20 Minuten um den Platz gelaufen, hatten dann aber auch keine Massage mehr, weil der Physio war schon weg. Ja, und das sind so Dinge, auf die hatten wir als Spielerin überhaupt keinen Einfluss. Die mussten wir einfach hinnehmen und mitmachen. Und wer denkt, es ist jetzt bei mir ja auch schon ein paar Jahre her und heute verdienen doch die Nationalspielerinnen bestimmt alle ganz gut und es hat sich ja auch total geändert, dem kann ich nur sagen, ja, ich bin mir sicher, die Top-Nationalspielerinnen verdienen im Moment 5-stellige Beträge und es ist auch schön. Kurze Trinkpause. Aber als ich den Begriff Ausbeutung für diesen Vortrag gewählt habe, ging es mir natürlich auch darum zu zeigen, dass die Ungerechtigkeit, die uns weiblichen Fußballerinnen widerfährt, ein flächendeckendes Problem ist. Das nicht damit zu tun hat, bekommen jetzt 20 Nationalspielerinnen dieselbe WM-Prämie wie die Männer. Wobei auch das berechtigt ist. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Es macht keinen Sinn, dass ein weiblicher WM-Sieg weniger wert ist als ein männlicher WM-Sieg. Aber es geht darum zu zeigen, bis in die Basis hinein werden Frauen strukturell benachteiligt und können nie die Strukturen nutzen, die männliche Spieler nutzen können, haben nie die Aufstiegsmöglichkeiten, die männliche Spieler haben, durch die Ausübung und den Erfolg im Fußballgeschäft. Es geht also vor allem darum zu zeigen, dass unser Talent und unsere Leistung nicht so gewürdigt wird, wie bei männlichen Spielern, egal ob in der Breite oder in der Spitze. Ich habe auch da Beispiele mitgebracht. Ist übrigens eine Studie von Breuer, Sporthochschule Köln 2010. Also ich habe Quellen. Eine durchschnittliche Bundesligaspielerin verdient netto rund 1200 Euro im Monat. Da ist dann ihr Arbeitsgehalt schon mit einbezogen. Ja? Also klassisches Beispiel wäre zum Beispiel 800 Euro für eine Teilzeitstelle beim Arbeitgeber und 450 Euro vom Verein. Dabei beträgt die Wochenarbeitszeit von Leistungssportlern 56 Wochenstunden. Also Arbeit, Uni, Schule plus Trainingszeiten, Massagezeiten. Ich hoffe, da sind auch die Reisezeiten schon dabei. Also samstags 8 Stunden Busfahrt hin, sonntags 8 Stunden Busfahrt zurück. Das würde einen Stundenlohn machen von 8,50 Euro. Das ist 1 Euro unter Mindestlohn. Und hier reden wir von dem Durchschnitt. Das heißt, wir wissen auch, es gibt Spielerinnen, die darunter liegen. Junge Spielerinnen, die mit 17 in den Erstligakader aufrücken, verdienen keine 1200 Euro im Monat, betreiben aber denselben Aufwand. Gleichzeitig darf man dafür 6 bis 7 Tage die Woche arbeiten und man hat keinerlei Verfügung über Urlaubstage und Freizeiten. Der Spielplan bestimmt deinen Alltag. Der Trainingsplan, der Rahmenplan bestimmt deine Freizeitgestaltung. Also wenn meine Oma sonntags Geburtstag hat, aber meine Mannschaft hat ein Auswärtsspiel in Potsdam,
verpasse ich Omas Geburtstag. Ich kann mir nicht frei nehmen. Ich darf mir nicht Urlaub nehmen, wann ich möchte, sondern wenn der Verein es erlaubt. Zudem habe ich natürlich überhaupt keinen Einfluss auf Trainingsgestaltung und Trainingsumfänge. Also der Trainer kann Strafeinheiten ansetzen, der kann mir freie Tage wieder wegnehmen, weil er mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Beides schon vorgekommen. Auch da mal ein Beispiel. Wir haben mal beim Hallenpokal in Magdeburg gespielt mit dem FC Bayern. Und wir waren einfach nicht sonderlich erfolgreich, sind in der Vorrunde ausgeschieden und haben den Fairplay-Preis gewonnen. Und das hat unseren Trainer wahnsinnig gemacht. Weil wir haben ja nicht nur schlecht gespielt, sondern wir waren auch noch nicht aggressiv genug und haben dafür einen Fairplay-Pokal bekommen. Der Hallenpokal hat immer im Januar stattgefunden, als Einleitung des neuen Jahres. Ich glaube, es war so der 10. Januar rum. Und dann mussten wir als Strafe draußen in Magdeburg Läufe machen. 10. Januar, draußen lag Schnee und wir waren auf einen Hallenpokal, Hallenfußball eingestellt. Wir hatten also nur kurze Hosen dabei und vielleicht noch eine Trainingsjacke. Und in dem Outfit sind wir dann rausgegangen und haben auf dem gefrorenen Boden 20 Minuten Strafläufe gemacht. Das war halt normal. Also es war nicht normal, er hat es jetzt nicht jede Woche gemacht, aber es war ganz klar, ich kann jetzt nicht in der Kabine aufstehen und sagen, nein, mache ich nicht. Ja, es war, der Chef hat es festgelegt und dann musst du als Spielerin mitmachen. Und die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, beziehen sich ja sogar noch auf die erste Bundesliga. Da ist die zweite Liga noch gar nicht mitberechnet, weil da verdienen die meisten Spielerinnen, nicht die meisten, aber da verdienen einige Spielerinnen, viele Spielerinnen 0 Euro. In der zweiten Frauenbundesliga ist es schon ein zeitaufwendiges Hobby, das auszuüben. Christoph, genau, hat sein Mikrofon gerade ausgeschaltet, dankeschön. Das heißt, die trainieren auch viermal die Woche, reisen am Wochenende durch die halbe Republik, weil da gibt es Nord- und Südliga, und bekommen dafür teilweise gar kein Geld. Und das ist eine Liga, in der auch schon Traditionsvereine sind, wie Arminia Bielefeld, wie RB Leipzig, wie VfL Wolfsburg zweite Mannschaft, FC Bayern zweite Mannschaft. Das heißt, schon eine Ebene unter der Elite gibt es schon keine Möglichkeiten mehr, Fußball beruflich zu betreiben, sich da professionell, sich eine professionelle Karriere aufzubauen, egal wie viel Input, wie viel Arbeit man da reinsteckt. Und das ist dann eben der Aspekt dieser finanziellen Ausbeutung, von der ich spreche. Ja, also das gesamte Wachstum dieser Ligen, die Explosion ist vielleicht hochgegriffen, aber die Verbesserungen auch der Leistungen im weiblichen Fußball über die letzten 20 Jahre beruhen alleine auf dem Engagement, dem individuellen Einsatz dieser Spielerin und der Menschen in deren Umfeld, ja, die gegen das System quasi sich weiterentwickeln, gegen ein System, ne, das ihnen keine Strukturen bietet, in denen sie ihren Sport bestmöglich verfolgen können. Also es gibt nicht wenige Spielerinnen, die zum Beispiel innerhalb der Saison ihre gesamten Urlaubstage von ihrem Arbeitgeber nutzen, um zu Auswärtsspielen reisen zu können, ins Trainingslager fahren zu können, Nachholspieltage an einem Mittwochnachmittag irgendwie zu bestreiten und dann am Ende der Saison keine Urlaubstage mehr übrig haben, um mal 2 Wochen wegzufahren, um überhaupt nur eine Woche wegzufahren und sich zu erholen von einer anstrengenden Saison, in der sie ja 56 Stunden die Woche gearbeitet haben, nämlich im Büro und auf dem Platz. Das heißt, auch da wird also ein individuelles Commitment verlangt, auch eine Aufopferung ein Stück weit, die dann auf der anderen Seite überhaupt nicht gewürdigt oder angemessen entlohnt wird. Ja, und wir reden hier ja schon von Wettkämpfen auf höchstem nationalen und internationalen Niveau. Und da auf der Ebene fehlt einfach die Anerkennung durch die Arbeitgeber, durch die Vereine, für die wir spielen und für die wir tagtäglich die Knochen hinhalten. Oft, wenn ich solche Geschichten erzähle, höre ich dann natürlich auch den Einwand, ja, aber warum habt ihr euch das denn gefallen lassen? Und warum habt ihr das denn mitgemacht? Ne? Warum steht man dann nicht in der Kabine auf und sagt, nein, Trainer, ich laufe jetzt nicht im Schnee, weil ich könnte mich erkälten und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber die Wahrheit hat natürlich da auch verschiedene Facetten. Also zum einen
habe ich mich auch selber 15 Jahre lang ausgebeutet, körperlich und finanziell. Ja, ich hatte gute Noten im Abitur. Wenn ich direkt ein Studium ergriffen hätte und einen Abschluss erreicht hätte, keine Ahnung, sagen wir in Lehramt, sagen wir in Jura, dann wäre ich mit Mitte 20 fertig gewesen. Ich bin jetzt 34. In den 10 Jahren hätte ich richtig gutes Geld machen können. So bin ich jetzt erst im Masterstudium, mache kein gutes Geld und habe natürlich wahrscheinlich alleine dadurch 50.000 bis 70.000 Euro an Gehältern verloren, die ich in anderen Branchen hätte verdienen können. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch selber körperlich ausgebeutet. Ja. Ich habe auch trainiert, wenn ich Fieber hatte. Ich habe auch trainiert, wenn ich Schmerzen hatte, leichte Verletzungen, von denen ich auch niemandem erzählt habe. Ich habe Schmerzmittel missbraucht, um spielen zu können, wenn mein Körper vielleicht nicht spielfähig gewesen wäre. Ohne dass ein Trainer mich jetzt, ohne dass zum Beispiel ein Trainer oder eine Trainerin das von mir verlangt hätte. Das hat natürlich zum einen mit dem Sog zu tun, den es ausübt, deine größte Leidenschaft als Beruf zu haben, ja, das, was einem am meisten Spaß macht, täglich tun zu dürfen. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie dürften den ganzen Tag schlafen oder Pizza essen oder mit Ihrem Partner Sex haben und am Ende des Monats bekommt man dafür Gehalt überwiesen. Das übt eine wahnsinnige Magie aus und eine wahnsinnige Faszination. Man will immer mitmachen, man will immer dabei sein. Ja. Und es war natürlich auch, ich war einfach auch bereit, alles dafür zu tun, um meinen größten Traum zu erfüllen. Nämlich einmal im Leben für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen, vielleicht an einer WM teilzunehmen oder bei den Olympischen Spielen einen Meisterpokal in die Höhe zu halten. Die andere Seite der Medaille ist aber auch, ich war ja auch von Kindesbeinen an in diesem System Fußball sozialisiert worden. Ja, in einem Fußballgeschäft, das mir beigebracht hat, Indianerherz kennt keinen Schmerz, man muss auf die Zähne beißen, manche Trainer haben immer gesagt, du läufst der hinterher, bis du Blut in den Schuhen hast. Oder wir haben so Motivationsvideos gezeigt bekommen, wo dann stand irgendwie, Pain is temporary, glory is forever. Ne? Also der Schmerz vergeht, der Ruhm bleibt für immer. Und das hab ich natürlich genauso wie meine Kolleginnen total verinnerlicht. Diese Sozialisation, dass es hart sein muss, dass du dir alles verdienen musst, dass du niemals aufgeben darfst. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, welche Wahl hätten wir denn gehabt? Welche Wahl hätte ich denn als Spielerin gehabt, um meine sportlichen Ziele sonst zu verwirklichen? Also anders als jetzt in der Leichtathletik, wo ich mich alleine für die Olympischen Spiele qualifizieren kann, muss ich ja als Fußballspielerin einem Verein beitreten, mich zum Teil einer Struktur und eines Systems machen, um Erfolg haben zu können oder um auch überhaupt mich sportlich weiterentwickeln zu können. Ich brauche ja Trainingsplätze, ich brauche einen Kraftraum, ich brauche Bälle, ich brauche Trainer. Das kann man ja als Einzelsportlerin nicht leisten. Mein Ziel war, ich wollte die Beste der Welt werden. Aber ich war eben auch 19, ich hatte keinen Spielerberater und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie andere Vereine von innen aussehen oder wie Profisport allgemein abläuft, was man da erwarten kann, was man von sich selbst erwarten darf oder wo man Grenzen ziehen sollte. Wir hatten zum Beispiel in Duisburg einen Trainingsplatz, der hat vorher dem Betriebssport gehört. Also da haben Busfahrer in ihrer Freizeit noch eine Runde gekickt. Und dann hat die Stadt Duisburg uns den Platz zur Verfügung gestellt. Das Problem war aber, der Platz hatte überhaupt keine Drainage. Also sobald es ein bisschen geregnet hat, stand er komplett unter Wasser. Und wir haben dann da versucht, leistungsmäßig Fußball zu spielen. Und es gab kein Flutlicht. Das heißt, sobald es Herbst wurde, mussten wir unsere Trainingszeit immer weiter nach vorne legen, um jetzt nicht mit der Dunkelheit konfrontiert zu werden, sodass dann irgendwann die Spielerinnen direkt von der Arbeit quasi zum Training fahren mussten, ohne Pause dazwischen, ohne ein vernünftiges Mittagessen, um noch rechtzeitig zum Training zu erscheinen. Und wenn das dann auch nicht mehr gereicht hat, dann war es so, hinterm Platz war direkt der Parkplatz. Also hinter dem einen Tor lag der Parkplatz und dazwischen war nur ein Fangzaun. Und dann haben die Spielerinnen, die in der ersten Reihe geparkt haben, sind zum Auto gegangen und haben ihr Fernlicht eingeschaltet, sodass wir noch 20 Minuten Abschlussspiel machen konnten.
Ja, und unter den Bedingungen haben wir Leistungssport betrieben. Und das war jetzt nicht 1952 so, das war Saison 2007. Da sind wir ins Pokalfinale gekommen. Und übrigens, das ist immer noch der Trainingsplatz, den die Frauen vom MSV Duisburg heute nutzen. Ja, also während wir da auf diesem Acker trainiert haben, wurde noch zweimal bei uns in die Kabine eingebrochen, weil die so schlecht gesichert war. Und sobald es draußen kalt war, hat der Boiler nicht mehr funktioniert. Sodass, wenn wir jetzt im Herbst klatschnass irgendwie vom Trainingsplatz kamen und haben uns auf die Dusche gefreut, das Wasser oft so kalt war, dass ich noch 20 Minuten danach, nach dem Haarewaschen, Kopfschmerzen hatte. Ja, weil das Wasser fast gefroren war. Also, das sind die Bedingungen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, um national und international zu den besten Mannschaften zu gehören. Eine Kollegin die inzwischen bei Arsenal London spielt, hat kürzlich zu mir gesagt, dass sie unsere Zeit beim FC Bayern im Nachhinein als Physical Abuse bezeichnen würde. Als ja, körperlichen Missbrauch schon fast. Und hat mich gefragt, warum wir uns das überhaupt haben gefallen lassen. Warum ich glaube, dass wir das mitgemacht haben. Und ich finde die Antwort darauf ehrlich gesagt ziemlich einfach. Zum einen, weil wir es nicht besser wussten. Ja, also gerade zu Beginn, wir waren viele junge Spielerinnen, Anfang 20, für viele war das der erste Bundesliga-Verein und wir hatten überhaupt keine Erfahrung mit der ersten Bundesliga Frauen, mit dem Profisport Fußball und wussten nicht, wie es woanders aussehen könnte oder vielleicht sogar auch aussieht. Wir hatten keine Vergleichsmöglichkeiten und keine Informationen. Das heißt, für uns war das, was uns da präsentiert wurde, normal. Das war der Standard. Und auch wieder auf der anderen Seite, was hätten wir für eine Wahl gehabt? Wenn man seinen Traum von WM, Meisterschaft, Olympia verwirklichen will, muss man für ein Team in der ersten Liga spielen. Und als Spielerin bist du im System Fußball immer das letzte Glied in der Kette. Es gibt ein absolut asymmetrisches Machtverhältnis. Die Spielerin hat nichts zu sagen. Ich kann nur so oft aufstehen und sagen, nein, mache ich nicht, Trainer, das will ich nicht, ich bin nicht fit, ich möchte nicht spielen, ich kann nicht trainieren oder ich empfinde deine Maßnahmen gerade als unsinnig und dann wird halt mein Vertrag nicht verlängert bei der nächsten Verhandlung, ja, weil hinter mir stehen noch 50.000 andere, die den Job gerne hätten und jede von uns weiß das. Und am besten erzählt der Trainer dann noch den anderen Trainern in der Liga, dass du eine schwierige Spielerin bist und dann bekommst du auch nirgendwo anders mehr einen Vertrag. Das heißt, wir wissen doch ganz genau, am Ende des Tages musst du es mitmachen, sonst kannst du gehen. Und damit gehen dann natürlich auch alle deine Träume dahin. Also ich hatte mal den Fall, dass ich mich donnerstags habe krank schreiben lassen, weil ich schon die ganze Woche Fieber hatte, und habe mittwochs auch mit Fieber gespielt, habe auch nicht gut gespielt. Habe unendlich viele Paracetamol genommen an dem Tag und donnerstags war ich dann wirklich zerstört. Es war auch noch ein Auswärtsspiel, ich hatte also die Reisestrapazen. Donnerstags war ich kaputt, ich war leer, bin zur Mannschaftsärztin gegangen, habe gesagt, schreib mich bitte bis Sonntag krank. Ich muss mich auskurieren, ich kann nicht mehr. Mannschaftsärztin, alles klar, schreibt mir einen Attest. Bin dann nach Hause gefahren. 3 Stunden später hat der Trainer bei mir angerufen. Riesentheater, wie ich denn die Mannschaftsärztin unter Druck setzen könnte, mich krank zu schreiben. Das wären doch noch 4 Tage. Ich wüsste doch gar nicht, wie es mir Samstag geht. Ich soll doch erst mal gucken. Und wir haben übrigens gegen den Tabellenletzten gespielt. Die Mannschaft braucht mich. Ich würde meine Mannschaft hängen lassen. Und ja, hat da quasi versucht, über das Telefon so ein Stück weit Druck aufzubauen. Ich habe mich am Ende des Tages durchgesetzt. Also ich bin nicht zu dem Spiel gegangen. Ich bin 4 Tage zu Hause geblieben. Ich habe meine Erkältung, meinen Infekt auskuriert. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das war meine letzte Saison bei Bayern. Und nicht, weil die mir jetzt aufgelöst hätten. Also ich habe damals eine Option im Vertrag gezogen. Aber diese permanenten Konflikte mit dem Trainer, als ich dann nämlich alt genug war und erfahren genug, um wirklich mal auch aufzustehen für mich, aber auch für Mitspielerinnen und zu sagen, hey, das und das ist nicht okay. Diese permanenten Konflikte haben unser Verhältnis auch so aufgerieben, dass ich auch das auch irgendwann nicht mehr ging. Also dass wir nicht mehr zusammen weiterarbeiten konnten. Weil egal, ob ich die besseren Argumente hatte oder nicht,
ich musste mich am Ende immer seinem Willen beugen. Das hat mich ein Stück weit frustriert und, ja, gebrochen ist ein hartes Wort, aber einfach auch, dann hat unser Verhältnis auf jeden Fall gebrochen. Und er war, glaube ich, auch einfach genervt und angestrengt, sich dauernd mit mir auseinandersetzen zu müssen. Weil er natürlich auch 26 Spielerinnen führen muss und am Ende des Tages seinen Stil und seine Ziele auch durchsetzen wollte. So, das ist dann so diese medizinische, körperliche Ausbeutung, von der ich spreche. Ja, permanent gezwungen zu werden, über seine Grenzen zu gehen. Also es war zum Beispiel bei Vereinen wie Turbine Potsdam ja nochmal deutlich schlimmer. Und ich habe Kolleginnen, ehemalige, die mir erzählen, dass sie heute noch nicht mal mehr Sport treiben können, in ihrer Freizeit joggen gehen können oder ähnliches, weil sie nicht mehr über ihre Grenzen gehen wollen. Also sie können sich nicht mehr quälen. Sei es jetzt im Fitnessstudio oder mal draußen durch den Wald zu laufen, die wurden so oft gezwungen, über ihre Grenze zu gehen, dass sie heute noch nicht mal mehr ertragen können, wenn es anstrengend wird. Ja, so ein innerer Widerstand dagegen, immer weiter leisten zu müssen. Egal, ob man müde ist, egal, ob man Lust hat oder nicht. Es ist einfach so, wenn man auf dem Niveau spielt, dann sind es immer ausschließlich die Trainer, die entscheiden, was du machst, wann du es machst, ob du freie Tage hast oder ob du zur Strafe sogar mehr machen musst. Wir durften nach Auswärtsspielen nicht bei unseren Familien bleiben. Also für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich in Nordrhein-Westfalen gespielt habe, durften wir nicht da bleiben, sondern der Trainer hat entschieden, es gehört sich so, mit der Mannschaft wieder zurückzureisen. Das heißt, ich hatte die Chance, mal einen Sonntag mit meiner Familie zu verbringen. Bei einer anderen Spielerin war sogar mal der Fall, dass der Opa dann an dem Tag Geburtstag hatte. Aber wir durften nicht bleiben, wir mussten wieder zurückfahren. Nicht mal für einen halben Tag. Wir hatten gefrorene Kunstrasenplätze. Bei Bayern und auch in Jena. Ja, wir haben die spätesten Trainingszeiten bekommen, 19.30 Uhr bis 21 Uhr, wenn man schon fast eingeschlafen ist. Es war stockduster im Winter, die Temperaturen waren schon irgendwie um den Nullpunkt, keine Rasenheizung. Ja, wir haben trainiert. In Jena morgens um 8. Ja, ich weiß noch, wir haben uns immer so die Schals um den Mund gebunden, dass nur noch die Augen frei waren, weil es so kalt war. Aber das war eben die Trainingszeit, die angesetzt wurde. Und dann haben wir trainiert. Auch da absolut auch der Stand bei anderen Vereinen. Also ich weiß, FFC Frankfurt, die sind durch die halbe Stadt gereist auf der Suche nach Trainingsplätzen. FCR Duisburg sind wir den ganzen Winter über durch die ganze Stadt gefahren auf der Suche nach Trainingsplätzen. Unsere eigenen Anlagen haben nichts hergegeben. Wir hatten keine Flutlichter, keine Kunstrasen, keine Rasenheizung. Wir mussten immer als Gast woanders hin. Ja, und dann natürlich nochmal zum Thema medizinische Versorgung, Physiotherapeuten. Also die Vereine, auch die großen Vereine, also auch FC Bayern, konnten oder wollten keine Vollzeit-Physiotherapeuten einstellen, sodass einfach manchmal oder bei mindestens die Hälfte der Trainingseinheiten gar kein Physiotherapeut da war. Das heißt, wir Spielerinnen, also ich kann auf jeden Fall alle Körperteile tapen, die es gibt. Sprunggelenke, Hand, Knie, Schulter, alles. Viele meiner Mitspielerinnen auch, weil es war ja niemand da, also haben wir uns selber und gegenseitig getaped. Wir mussten einfach selber lernen, wie man eine Bänderdehnung halbwegs versorgt, sodass man am Training teilnehmen kann, weil da war niemand. Und wenn jemand da war, dann konnte das auch gerne mal ein Auszubildender im ersten Lehrjahr sein, der halt als einziger bereit war, für 50 Euro viermal die Woche irgendwie zu kommen und mit zum Spiel zu fahren. Die werden nämlich genauso ausgebeutet wie die Spielerinnen, muss man ehrlicherweise sagen. Deren Engagement und Liebe zum Spiel wird genauso ausgenutzt. Dann waren es eben oft Auszubildende, denen auch einfach die Kenntnisse gefehlt haben und die Kompetenzen, um Sportlerinnen mit auf unserem Niveau, mit unserem Leistungs- und Trainingsumfang überhaupt unterstützen zu können. Da war dann einfach ein Mangel an Diagnose- und Behandlungskompetenzen. Und man muss eben auch sagen, dass auch das natürlich die eigene Karriere nachhaltig geschädigt hat. Also in meinem Fall war es so, dass ich mir in Jena Anfang 2016 in einem Testspiel, ja, habe ich einen Ball weggeschossen und dann hatte ich Schmerzen in den Adduktoren. Konnte noch zu Ende spielen, bin danach aber direkt zum Physio gegangen, habe gesagt, hier, ich habe da Schmerzen.
hat er halt gesagt, ja, es ist eine Adduktorenzerrung, mach 5 Tage Pause. Wir behandeln das, haben wir auch gemacht. Nach 5 Tagen bin ich ins Training zurückgekehrt, habe es aber immer noch gemerkt. Und der Physio immer, nee, das ist normal, ne? Muss jetzt langsam steigern, das merkt man noch so bis zu 2 Wochen, okay. Nach 14 Tagen hatten wir ein Testspiel in Prag und die 14 Tage Zerrung, Heilungszeit waren jetzt ja um, hat er auch gesagt, kannst ruhig spielen. Ich war, wie gesagt, nie komplett schmerzfrei, aber habe eben meinem Physio vertraut, dass das dazugehört und dass das hält. Und dann kam, weiß ich noch ganz genau, kam nach wenigen Minuten so ein langer Ball von einer Mittelfeldspielerin. Ich wollte den vorm 16er also ablaufen, das heißt, ich durfte den nicht in die Hand nehmen, ich musste den wegschießen. Hab den also so fest ich konnte, ja, weggeschossen und dachte in dem Moment wirklich, mein Bein fliegt hinter dem Ball her. Also es hat sich, der Schmerz war so extrem, ich dachte, ich habe mir den Bein ausgerissen. Ja. Hab natürlich trotzdem noch zu Ende gespielt, weil, ne, ich ja wie gesagt auch gut darin war, mich selber auszubeuten, nichts sagen wollte und konnte danach aber noch nicht mal mehr gehen. Und ja, dann wurde jetzt auch nicht ins MRT geschickt oder so, sondern es hieß dann ja wahrscheinlich ein Muskelfaserriss, 4 Wochen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit dieser Verletzung 6 Monate ausgefallen. 6 Monate bis Saisonende. Ich weiß bis heute nicht, was die Ursprungsverletzung war, weil als dann mal endlich ein MRT gemacht wurde, konnte man natürlich nach so vielen Wochen auch gar nichts mehr erkennen. Ich konnte nicht mal joggen in einem normalen Tempo für viele Wochen und Monate. Ich habe Aquagymnastik gemacht. Also ich musste mit eher älteren Patientinnen im Wasserbecken Wasser treten. Das war das Einzige, was ich konnte. Ich hatte für 5 Monate jeden Tag Schmerzen. Also es war irgendwann dann im Mai so weit, dass ich wirklich nach der Reha weinend im Auto gesessen habe, alleine auf der Rückfahrt nach Hause und echt zum lieben Gott gebetet habe und gesagt habe, wirklich, ich höre mit Fußball auf, hier und jetzt, aber bitte mach, dass die Schmerzen weggehen. Weil es so viel von meiner Lebensqualität und von meinem Glück irgendwie weggezogen hat, jeden Tag diese Schmerzen zu haben. Und weil ich ja keine Bilder hatte, die meine Verletzung beweisen, hat mir natürlich irgendwann auch keiner mehr geglaubt. Also es war schon dann hinter vorgehaltener Hand und auch nicht manchmal auch offen, so im Raum ist es vielleicht psychosomatisch. Ne? Ist Katrin vielleicht einfach verrückt und die Schmerzen gibt es nicht. Und das war wirklich eine heftige Zeit in meiner Karriere. Und dann, in dem Moment ist man dann auch als Spielerin auf sich allein gestellt, weil du bist nicht mehr beim Training, du siehst deine Mitspielerin nicht. Die Trainer sind mit den Wettkämpfen beschäftigt, da ruft dich keiner zu Hause an. Wenn du verletzt alleine da sitzt. Und ich bin dann auch nochmal zurückgekommen nach 6 Monaten Reha, bin ich dann zur neuen Saison wieder eingestiegen, aber tatsächlich am ersten Spieltag, irgendwann gegen Ende des Spiels, sind die Schmerzen zurückgekommen und an dem Tag wusste ich dann eigentlich, dass das mein Karriereende ist. Also, dass ich wegen dieser Verletzung meine Karriere beenden werde. Ich wusste, es wird meine letzte Saison. Die habe ich dann auch noch mehr schlecht als recht zu Ende gespielt, ja, weil ich wusste bis sonntags nie, ob die Schmerzen zurückkommen, ob ich einen Flugball spielen kann oder nicht. Ich habe immer so irgendwie mich durch die Woche trainiert, wie es ging. Und wenn ich schmerzfrei war, hat es Spaß gemacht. Und wenn es weh tat, hatte ich Angst und mir Sorgen gemacht. Und ja, die Schmerzen sind auch bis heute nicht komplett weg. Also ich arbeite ja jetzt als Trainerin und wenn ich viele Trainingseinheiten am Stück schießen muss, dann merke ich bis heute, also ich gehe davon aus oder viele gehen davon aus, dass ich mich damals an der Sehne verletzt habe, irgendwie das, was eingerissen ist, aber wir werden es nie wissen. Und weil ich keine MRT-Bilder habe, kann ich auch zum Beispiel bei der Berufsgenossenschaft keine Arbeitsunfähigkeit einklagen. Und man kriegt dann so ein Krankheitsgeld nach Karriereende. Kann ich alles nicht machen, weil ich habe keine Beweise. Und ich habe auch andere Kolleginnen zum Beispiel, die mehrere Kreuzbandrisse hatten. Wenn die jetzt zum Beispiel wie ich Lehramt studieren, dann gehen die das große Risiko ein, dass sie nicht verbeamtet werden können. Ne? Also mit den Diagnosen stehen uns dann auch beruflich einfach nicht mehr alle Türen offen.
worum es mir halt im Endeffekt mit all den Beispielen und auch so den Anekdoten aus meiner Karriere geht, ist einfach zu zeigen, dass Ausbeutung ja die Aneignung fremder Arbeit meint. Ja? Und das ist für mich einfach das, was die meisten Vereine und auch der DFB tut. Ja? Also sie schmücken sich mit den Erfolgen und dem Engagement von großartigen Sportlerinnen und vielen Menschen in deren Umfeld, die Erfolge und die Entwicklung des Frauenfußballs in den letzten 20 Jahren insgesamt beruht aber eben auf dem Engagement dieser einzelnen Person, dem, was wir da reingesteckt haben. Ja, und beruht nicht auf der Unterstützung dieser Vereine und Verbände, sondern wir haben das erreicht und geschafft, trotz der unprofessionellen Strukturen, die uns zur Verfügung gestellt wurden und die uns Spielerinnen überhaupt nicht mitdenken, ja, sondern die uns ausnutzen. Und die uns vielleicht sogar daran gehindert haben und hindern, noch schneller und effektiver voranzukommen. Ja. Für mich betreiben die meisten Lizenzvereine der Männer nach wie vor Femwashing. Ja. Das heißt, sie schmücken sich gesellschaftlich mit einer Frauenabteilung, die sie aber überhaupt nicht angemessen unterstützen. Bestes Beispiel Borussia Mönchengladbach, deren Frauen auch auf einem abgelegenen Kuhrasen trainieren. Und die aus der ersten Liga mal, ich glaube, mit 0 Punkten und 100 Gegentoren abgestiegen sind. Oder der HSV, der mal für 100.000 Euro seine Frauenabteilung komplett aus der Bundesliga hat zwangsabsteigen lassen, weil bei den Männern Geld gefehlt hat. Selbes wollte der VfL Bochum machen, wo nur eine Unterschriftenaktion dazu geführt hat, dass die Frauenabteilung weiter existieren durfte. Solange wir in einer Struktur leben, in der die Spielerinnen sich entscheiden müssen zwischen Sport und Mutterschaft, ja, da ist Almut Schuld nur ein aktuelles Beispiel, die jetzt die erste ist, die versucht, dieses Comeback zu schaffen, es aber auch nur machen kann, weil sie in der Nähe ihrer Familie spielt und wieder ein privates Netzwerk nutzen kann, um etwas möglich zu machen, was die Vereine nicht ermöglichen. Solange wir immer noch diese Dichotomie aufmachen zwischen Fußball und Frauenfußball, als gäbe es so den Sport und die hässliche kleine Schwester. Ja, also die Norm ist der Männerfußball, der wird nur als Fußball bezeichnet. Frauenfußball ist etwas anderes, was nicht dazugehört. Ja, also solange wir nicht Teil der Norm sein dürfen, solange hat der DFB meiner Meinung nach kein Recht, sich die Förderung von Frauen in irgendein Aktionspapier zu schreiben. Es gibt eben nämlich dieser, neben dieser körperlichen und der gesundheitlichen, also körperlichen und materiellen Ausbeutung, meiner Meinung nach auch noch eine dritte Ebene der Ausbeutung im weiblichen Fußball. Und das ist die ideelle Ausbeutung. Also wir bekommen nicht nur keine finanzielle Entlohnung, die unserer Leistung entspricht, und ruinieren unsere Gesundheit, ohne eine Vorsorge für die Jahrzehnte danach zu haben, sondern am Ende des Tages bekommen wir auch wenig bis gar keine Anerkennung und Respekt für den Aufwand und die Leistung, die wir auf den Platz bringen. Ja, für die Erfolge, die wir feiern, für die Entwicklungen, die wir herstellen. Denn es ist ja nur Frauenfußball. Ja, ein Sport, dem einfach permanent die Existenzberechtigung abgesprochen wird. Es ist ein Spiel, was in der Mediendarstellung irgendwie ganz hinten versteckt wird. Siehe Kicker, ja, wo irgendwie unter Fußball erstmal alle männlichen Ligen aufgezählt werden. Dann noch die Jugend, dann noch Turniere, die nur alle 4 Jahre stattfinden. Oder also dann kommt Euro, dann kommt WM, dann kommen so unbeliebte, komische Sachen wie Nations League und dann kommen Frauen. Auch gar nicht irgendwie Liga, Champions League, Nationalmannschaft, sondern nur Frauen. Ja, wir sind so ein dicker Klumpen, den man so ganz unten auf die letzte Seite packt. Sie müssen sich, warum das irgendwie so wehtut, diese mangelnde Anerkennung, Sie müssen sich einfach vorstellen, Sie würden zu den Allerbesten in Ihrer Branche gehören. Ja, so zu den Top 10, den oberen 10% weltweit und sie würden jetzt auf einer Party jemandem erzählen, was sie beruflich tun. Was glauben Sie, wäre die Reaktion? So, wie würden Sie sich wünschen, dass der andere darauf antwortet? Und ich habe mir gedacht, jetzt so zum Abschluss präsentiere ich mal
meine Top 3 der Antworten, der meistgehörten Antworten, wenn ich erzähle oder den Satz sage, ich spiele Fußball oder ich bin Fußballerin. Ich sage übrigens Fußballerin, nicht Frauenfußballerin. Weil das Wort Frauenfußball können wir bitte abschaffen. Wir sagen ja, ich sage ja auch, ich bin Ingenieurin und nicht, ich bin Fraueningenieurin. Ja, diese Unterscheidung macht keinen Sinn. Also, ich bin Fußballerin. Meistgehörten Antworten. Du siehst ja gar nicht aus wie eine. Platz Nummer 2. Macht ihr auch Trikottausch? Und der unbestrittene Sieger auf Platz 1. Sind da wirklich so viele lesbisch? Ja, das lasse ich mal so stehen. Ich denke, damit ist dann auch alles gesagt. Was mir zum Abschluss einfach noch ganz wichtig ist, ich kenne Dutzende fantastische Spielerinnen, die großartige Qualifikationen haben, die noch großartigere Persönlichkeiten sind. Und wir haben alles für dieses Spiel gegeben, körperlich und mental. Wir sind ausgebeutet worden, wir haben uns aber auch ausgebeutet. Wir sind ausgenutzt worden von einem System aus Trainerinnen, Vereinen und Verbänden, die auf unsere Kosten gewachsen sind und weiter wachsen und sich da sportlich wie gesellschaftlich und in ihrem Ansehen profilieren. Wenn der weibliche Fußball in Deutschland endlich professionell werden soll, dann brauchen wir eben endlich auch professionelle Strukturen. Denn an der Professionalität von uns Spielerinnen hat es nie gemangelt. Die wahre Leistung bringen, sollten endlich auch einen Platz am Tisch bekommen. Orte und Gelegenheiten, wo unsere Stimme gehört wird und einen Platz in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft, vor allem auch in der Sportwelt, der unserer Leistung und unserer Leidenschaft gerecht wird. Und das ist meiner Meinung nach eben vorne, ganz vorne in der ersten Reihe. Vielen Dank. Wow, vielen Dank, Katrin, für die eindrückliche Schilderung und so alles, wie du alles miteinander in Verbindung gesetzt hast und so. Mir kommen auch gleich irgendwie so 20 Ideen, was ich jetzt gerne drauf losplappern würde. Aber ich bleibe mal kurz in der Rolle der Moderation und würde jetzt einfach mal öffnen und fragen, ob es jetzt direkte Nachfragen gibt zum Vortrag oder weiß ich nicht, wenn es euch genauso geht, dass ihr irgendwie auch Anekdoten aus eurem Leben erzählen möchtet, die daran anschließen können oder vielleicht andere Dinge, die euch so im Kopf sind, dann gerne melden mit der Funktion unten Hand heben. Freiwillige vor. Ihr dürft auch einfach nur das Mikro öffnen. Ihr müsst nicht die Kamera anmachen. Ja, keine Angst, ich weiß nicht. Na gut. Ihr könnt ja noch weiter drüber nachdenken. Ich würde gerne ganz kurz, was mir jetzt die ganze Zeit im Kopf war, erzählen, dass ich selber auch im Amateurbereich in Berlin Fußball spiele. Also überhaupt nicht in Richtung das Niveau, von dem du erzählt hast, sondern also genau, ganz Amateurbereich. Und ich finde es erschreckend, wenn du erzählst, dass ihr bei Fernlicht eurer Privat-PKWs trainieren müsst, weil das ist das, womit wir uns rumschlagen. Also ich spiele in Kreuzberg beim DFC Kreuzberg, der sich extra gegründet hat, aus so einer Motivation heraus, nur für Frauen zu sein, dass man sich nicht in der Abhängigkeit von einer Männerabteilung begibt. Wir haben auch versucht, im Bezirk ganz viel zu bewirken, indem wir irgendwie mit dem Sportamt uns gut gestellt haben, regelmäßig zu persönlichen Gesprächen gegangen sind und wir hatten einfach nur Glück, dass da auch zwei Frauen saßen, die irgendwie uns zugetan waren und das auch ein privates Anliegen von ihnen war, sozusagen uns da bestmöglichst was zur Verfügung zu stellen, weil wir natürlich auch
ich weiß jetzt gerade die Jahreszahl nicht mehr, aber wir sind sowas wie 8 Jahre alt. Und da gab es auch schon Platznot in Kreuzberg, im Innenstadtbereich von Berlin. Also es war natürlich so, wenn da ein neuer Verein aufploppt, wie soll man die noch unterkriegen? So, und da waren wir angewiesen, dass uns da Leute zugetan sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach 8 Jahren haben wir die Trainingszeit 20 Uhr und 18 Uhr. Also es ist so ein bisschen klar, wir haben immer noch die Randtrainingszeiten, aber eben weil wir gerne auf dem Platz trainieren wollen, auf dem wir auch unsere Punktspiele bestreiten. Das macht irgendwie Sinn. Ansonsten wurde uns letztes Jahr angeboten, dass es einen Platz geben könnte, der dann quasi so als Frauen- und Mädchenplatz freigegeben wird oder so, was an sich vielleicht eine coole Idee ist, um so nach außen zu zeigen, wir tun was, wir haben einen Platz, auf dem eben nicht man sich mit Männern rumschlagen muss, die irgendwie nicht verstehen, dass man das Gleiche trainiert wie sie, weil das ist auch so eine Erfahrung aus dem Amateurbereich, dass du nicht respektiert wird, dass dein Training jetzt anfängt, sondern die 12-jährigen Knirpse machen dann nach ihrer Trainingszeit einfach weiter und wir müssen jede Woche sagen, ey, sorry, wir haben jetzt Training. Genauso wie die Männer, die nach uns kommen, sich einfach schon mal so ein kleines Teilchen von unserem Platz nehmen, um sich aufzuwärmen. Wir benutzen ja gerade nicht die Ecke. Genau, wir haben uns aber dagegen entschieden, weil dieser Platz einfach nicht den Maßen eines Großfeldes entspricht. Das heißt, wir hätten dort nie Großfeldspiele absolvieren können. So, das ist eine kleine Anekdote, die mir irgendwie im Kopf ist, wo ich denke, okay, das ist im Amateurbereich vielleicht auch aus all diesen Perspektiven, wie viele Menschen im Innenstadtbereich Sport machen wollen, auch was, wo man dranbleiben muss, aber Ja, aber also einfach sehr spannend, dass das im Profibereich erste Liga einfach same, same. genau, ich bin total froh, dass du das erzählst, weil da, genau darum geht es ja auch. Ne? Habe ich ja so ein bisschen zu Beginn des Vortrags auch gesagt, es geht nicht darum, worauf der öffentliche Diskurs ja schnell auch reduziert wird. Ja, irgendwie Gender Pay Gap, die Fußballerinnen wollen jetzt bestimmt auch 8 Millionen im Jahr verdienen. Also es geht nicht darum, oder ausschließlich darum, Prämien für Nationalspielerinnen. Sondern es geht darum, dass es von Liga 1 bis in die unterste Liga oder die Jugendmannschaften Mädchenfußball diese strukturelle Benachteiligung in den Vereinen gibt. Sei es eben die Trainingsplätze zur Verfügung gestellt zu bekommen, die Trainingszeiten zur Verfügung gestellt zu bekommen, weil wir sind ja abhängig von der Infrastruktur der Vereine. Ja, und es ist auch bei uns, SGS Essen, erste Bundesliga Frauen, unsere U17, also B-Juniorinnen spielen in der Bundesliga. Wir teilen uns den Platz mit der D5 und der C6 der Jungs. Ja, warum muss ich für mein Torwarttraining in die Kurve hinterm Tor und mich von Hobbyspielern abschießen lassen? Ja, die anderen, die männlichen NLZ-Trainer, die lachen uns aus. Ja, weil die haben 5 Plätze und irgendwie einen eigenen Platz in ihrer Trainingszeit. Und wir müssen irgendwie darum kämpfen, dass wir überhaupt ein Drittel haben. Auf einem Drittel kann man kein taktisches Training machen. Da kannst du keine Viererkette trainieren. Das heißt, im Endeffekt werden wir alleine durch die Struktur, Trainingszeiten und Platzverteilung, wird der weibliche Leistungsfußball, wir haben ja auch Jugendnationalspielerinnen, wird gleichgestellt mit dem männlichen Breitensport. Wir reden noch nicht mal davon, jetzt irgendwie Kreisklasse, sondern die C6, wo wirklich Jungs nur trainieren für einen Gesundheitsaspekt, was okay ist. Dafür ist Fußball da. Aber das kann man und darf man nicht gleichstellen, damit Frauen zu fördern, die mal deutsche Nationalspielerinnen werden könnten. Ja? Also uns fehlt bis in die kleinsten Ebenen die Anerkennung, die Strukturen und die Möglichkeiten, um uns zu entwickeln. Um besser zu werden, um schneller zu werden, um erfolgreicher zu werden, um das Bestmögliche aus unseren Talenten herauszuholen. Oder eben wie jetzt in deinem Beispiel, einfach nur unter vernünftigen Bedingungen seinem Hobby nachzugehen. Nämlich einen Platz zu haben, wo ich genug Tore habe, der nicht einer Kuhwiese gleicht und wo nicht schon 7 Mannschaften sich warm machen, wenn ich noch eine Torschussübung machen will. Ja, vielleicht gibt es inzwischen einen Beitrag.
Nein, noch nicht. Dann weiß ich gar nicht. Wie gesagt, mir sind ganz viele Themen im Kopf. Schieß los. Ja, also so genau, Breite und Spitze, das ist so ein bisschen das, was mir jetzt so ja, im Kopf ist mit der Förderung. Also es ist so, die Frage ist ja, reicht es sozusagen, dass wir den Spitzenspielerinnen das gleiche Honorar zahlen wie den Männern? Ist das sozusagen die Maximalforderung? Oder geht es darum, was man ja auch deinen Erzählungen entnehmen kann, dass sozusagen das innerhalb die Diskrepanz auch so riesig noch ist, dass sozusagen die Breite erstmal auf ein gutes Niveau gefördert werden muss, damit sozusagen das irgendwie gut nachwachsen kann. Also ich habe dich so verstanden, dass es quasi ja auch irgendwie Glück und ganz viel eigenes Engagement ist, wodurch du Spitzenspielerin wirst. Aber dazwischen ist vielleicht erstmal eine kleine Lücke so. Und das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt. Also natürlich ist es wichtig, dass der DFB nicht nur irgendwie sich was auf eine Fahne schreibt und damit angibt und es steht auf der Homepage. Und am Ende des Tages ist ein WM-Titel eben nicht in Geld das gleiche wert. Das finde ich super krass. Und da würde ich, das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen, dass sozusagen die Prämien, die ein Verband auslobt, sich deswegen auch immer unterscheiden. Also ich meine, nur weil vielleicht andere Sponsorengelder, die im Männerbereich abgedrehte Zahlen irgendwie erwirtschaften, da sind, das sollte ein Verband ja nicht tangieren, sozusagen. Auf der anderen Seite, ja, ist das dann irgendwie damit erreicht? Wollen wir sozusagen weiterhin uns um Plätze schlagen oder ist es vielleicht das einfach, dass wir brauchen, dass es so die Wertschätzung innerhalb des Vereines, wenn es eine Männer- und eine Frauenabteilung gibt, dass es klar ist, dieselben Plätze werden genutzt. Wir gucken einfach mal, wie wir mit den Trainingszeiten übereinkommen. Irgendeine D X-Mannschaft benutzt halt einfach nicht die Infrastruktur, die der Profibereich zur Verfügung hat. Also. Ja, ich denke einfach, das eine bedingt ja das andere. Also es mangelt in Deutschland sicherlich nicht an Mädchen, die gerne Fußball spielen und die auch Talent haben, Fußball zu spielen. Über viele Jahre, ne, war ja, glaube ich, der Frauenbereich, der Mädchenbereich, der Bereich im DFB, der das größte Wachstum hatte. Interessanterweise ist aber diese Entwicklung wieder rückläufig, ne? Es schrumpft ja eher wieder. Und ich glaube schon, dass das mit diesen Strukturen, mit dieser eben materiellen und aber auch ideellen Anerkennung zu tun hat, die dir dann widerfährt, weil es macht einfach vielleicht auch irgendwann keinen Spaß mehr, wenn du nie was bekommst in deinem Verein. Du merkst doch, wie wichtig du dem Verein bist, für den du spielst, ne? Und an den Trainingszeiten, an den Spielanstoßzeiten, die du bekommst, ne? An den Trikots, die du zur Verfügung bekommst. Kommt der Vorstand mal bei dir zugucken oder guckt der immer bei der zweiten Herren zu? Ne? Also du merkst doch, wie wichtig du einem Verein bist. Und ich glaube schon, dass es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr macht, wenn du weißt, du bist eh immer nur die dritte Wolke irgendwie von rechts. Keinen interessiert das. Und dann auch noch gesellschaftlich gesehen, du bekommst auch außerhalb vom Platz keine Anerkennung. Also nicht nur im Verein lachen die Jungsmannschaften über dich oder sagen die Männer, oh nein, jetzt müssen wir wieder den Platz abgeben für die Frauen. Sondern, keine Ahnung, du wirst auch noch in der Schule. Also ich, wie gesagt, Kind der 90er Jahre, ich wurde in der Schule schon dafür gehänselt, dass ich Fußball spiele. Also da wurde schon oft gesagt, du bist ein Junge oder so. Also mir wurde absolut von klein auf meine Weiblichkeit abgesprochen, aufgrund der Tatsache, dass ich gerne Fußball gespielt habe. Das war nicht cool. Also dass dann eben auch im Klassenverband irgendwie nicht gesagt wird, boah, cool, die Anna, die spielt jetzt Jugendnationalmannschaft, sondern ist ja nur Frauenfußball, weißt du, so, also kann man eh nie Geld mit verdienen oder wir würden gegen euch gewinnen. Ja, also ihr werdet ja nie so gut sein wie die Männer. Also ich glaube schon, dass einem das, dass es auch vielen Mädchen, dass für viele Mädchen eine Hürde besteht, in den Fußball einzusteigen, ins Fußballvereinsleben einzusteigen oder auch da drin zu bleiben und zu wachsen. Und das macht sich natürlich hinterher in der Spitze bemerkbar. Also weil natürlich einfach die Durchlässigkeit fehlt, weil Talente unterwegs aufhören.
Und ich denke schon, dass wir mit der Nationalmannschaft auch deshalb nicht mehr ganz so erfolgreich sind, wie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren, weil Länder, die feministischer aufgestellt sind, die bessere Strukturen bieten, bessere Leistungen erzielen. Weil in England eine Profiliga herrscht, wo die Spielerinnen unter Top-Bedingungen trainieren können. In Spanien wurde die Entwicklung eingeleitet. In den skandinavischen Ländern sowieso schon lange. Also ich habe in Schweden ein komplett anderes Leben erlebt, eine komplett andere Professionalität, was natürlich auch zu dieser Wut geführt hat im Blick auf die aufs deutsche System, weil ich gesehen habe, wow, also es gibt diese Anerkennung für meinen Sport, es gibt diese Gleichbehandlung und diesen Respekt und diese Professionalität, das ist nicht abhängig vom Geld. Darf ich da kurz mal nachfragen, wenn du sagst, in Schweden war die Erfahrung eine andere und Schweden und skandinavische Länder werden ja eh gerne so als Beispiel für so gute Vereinbarkeit zum Beispiel auch von Kind und Karriere und so genannt. Gestern Abend hatten wir schon eine Auftaktveranstaltung zu der Konferenz und da hatten wir Dennis Theodono da, die auch eine ehemalige Erstligaspielerin ist, die für die Türkei auch Nationalspiele absolviert hat, also auch Top-Niveau. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, dass es also so Vereinbarkeit von Familie und Karriere auch nochmal ein Riesenaspekt ist, der natürlich irgendwie im Frauenbereich nochmal anders ist als im Männerbereich. Natürlich wäre es cool, wenn Männer sich auch ein halbes Jahr Elternzeit nehmen könnten, wie in jedem Job auch, also wie in jedem anderen mittlerweile, aber auch erst. Aber da ist natürlich irgendwie noch so ein riesen Fragezeichen. Also Denis ist jetzt schwanger mit Anfang 30, meinte aber auch, naja, eigentlich wäre vielleicht auch vor 10 Jahren schon schön gewesen. Und genau, sie denkt eben auch, dass mit Anfang 30 eine Rückkehr vom Alter, von vielleicht irgendwie Kräften und so jetzt auch nicht mehr so das ist, was sie persönlich auch anstrebt. Aber du hast es vorhin mit Almut genannt, dass da gerade was sozusagen das erste Mal probiert wird. Wie kann man irgendwie danach zurückkehren? Also das ist ja auch, es ist ja bei einer längerfristigen Verletzung auch so, dass ein Wiedereinstieg angestrebt wird. Warum sollte das mit einem Kind sozusagen nach einer Schwangerschaft nicht auch möglich sein? Das ist ein deutsches Geheimnis, ne? Ja. Skandal, wirklich ein Skandal, dass wir 2021 darüber reden, ob eine Sportlerin für ihre Schwangerschaft ihre Karriere beenden muss. Weil das war einfach im Frauenfußball der unausgesprochene Status quo für die letzten 50 Jahre. Es gab ein einziges Gegenbeispiel, Martina Voss, die jetzige Bundestrainerin, die während ihrer Karriere ein Kind bekommen hat, die dann aber auch die Ausnahme geblieben ist für die nächsten 20 Jahre. Und jetzt gibt es halt Almut. Und man muss ganz klar sagen, in anderen Ländern ist das Standard. Bei den Amerikanerinnen, bei den Skandinavierinnen, Schweden, Norwegen, bei den Engländerinnen, da gibt es Verbandsstrukturen. Also die Amerikanerinnen zum Beispiel sind ja bei ihrem Verband angestellt. Die sind nicht bei dem Verein angestellt, sondern bei der Football Association quasi. Und da ist ganz klar vertraglich festgelegt, dass sie, glaube ich, innerhalb von einem Jahr nach der Entbindung wieder zur Nationalmannschaft eingeladen werden müssen. Quasi die Chance bekommen, sich wieder zu zeigen. Ja? Wenn die zu Länderspielen reisen, dann haben die Nannies dabei. Dann gibt es Familienzimmer, sodass die Partner mitkommen können. Da haben Nationalspielerinnen über Jahrzehnte während der Karriere Kinder bekommen und sind wieder zurückgekommen. Und haben ihm auch gezeigt, dass Mutterschaft dich nicht zu einer schlechteren Spielerin macht. Vielleicht sogar im Gegenteil, weil ich habe mal gehört, glückliche Menschen sind gute Spielerinnen meistens. Maybe. Und dass das einfach eben, aber es braucht eben dieses Netzwerk. Ich finde es eine Frechheit, von uns zu verlangen, dass wir das alles immer selber organisieren. Dass eben eine Almut, die in Wolfsburg spielt, jetzt Glück hat, ihre Familie lebt in der Region, sie hat vielleicht einen Partner, der sie top unterstützt. Und sie hat sich vor allem vorher schon einen Status erarbeitet. Sie ist Olympiasiegerin, sie war über Jahre die Nummer 1 jetzt schon der Nationalmannschaft. Hätte sie das mit 22 gemacht, weiß man nicht, ob sie jemals wieder zurückgekommen wäre. Ob ihr dann nochmal jemanden Vertrag gegeben hätte oder eine Chance zu spielen.
Und das kann halt nicht sein. Also bestes Beispiel ist für mich Lira Bayramay, die mit 27 aufgehört hat. Celia Okuyinu-Dambabi, also jetzt Sasic, die, glaube ich, mit 28 aufgehört hat, weil irgendwie unausgesprochen für dich klar war oder für uns klar war, boah, wenn du keine Möglichkeit siehst oder keinen Bock hast, das selber zu organisieren und das irgendwie hinzukriegen und du willst jetzt echt die Familienplanung starten, dann hörst du auf, professionell Fußball zu spielen. Und ich will einfach nicht wissen, wie viel Talent wir dadurch verloren haben oder zu früh verloren haben, weil es in Deutschland immer noch, egal in welcher Branche, nicht üblich ist, dass man sich mal Gedanken darüber macht, wie Frauen, kompetente Frauen, ihren Beruf und ihr Privatleben irgendwie miteinander in Verbindung bringen können. Ja, und eben auch, dass man dann zurückgeworfen ist auf so private Strukturen. Das ist eben tatsächlich, also was ist dabei, irgendwie noch ein größeres Zimmer zu buchen? So. Und was sichert dich ab am Ende des Tages? Ja, aber das natürlich auch. Und das ist die Frage, so, die ich mir eh in dem Ganzen heute gestellt habe, so, was wiegt Geld denn eigentlich auf? Also so einerseits natürlich, keine Frage, wenn man irgendwie weiß, man kann sich mit dem Gehalt, was man jetzt irgendwie über, weiß ich nicht, 15 Jahre Profisport erarbeitet, auch danach zurücklehnen und ist nicht in der Bedrängnis, danach sich irgendwie einen Lebensunterhalt zu finanzieren. Oder weiß ich nicht, wie du sagst, mit so Krankenversicherung und so, das sind ja auch alles Themen, die bei einem schlechten Gehalt, den es ja einfach im Frauenbereich, im Spitzenbereich auch immer noch gibt, so eine Frage. Das wiegt natürlich einiges auf und ich glaube auch, es gab jetzt ja auch über den Männerbereich, ich will eigentlich nicht viel über den Männerbereich heute reden, aber auch da ploppen ja immer wieder so Themen auf, ja, Langzeitschäden am Knie oder whatever. Oder eben auch diese Skandalisierung von Einsatz von Schmerzmitteln oder so. Das sind Themen, die irgendwie aufkommen und ja, die sollten vielleicht auch mal öffentlich diskutiert werden, aber am Ende des Tages sind die Männer durch ihre Verdienste vielleicht auch anders aufgestellt und anders abgesichert. Und die Einzelfälle, die irgendwie von ihrem Karriereende erzählen und erzählen, dass sie jetzt leider irgendwie doch noch Experte bei der ARD werden müssen oder so. Also auch das ist ja so eine Sache. Da werden irgendwie Menschen eingeladen, die vielleicht, ja. Ja, aber verstehst du, im Männerbereich, dadurch, dass der so viel größer ist, ja, gewachsen ist, auch über eine längere Zeit, weil Frauenfußball ja leider verboten war, bis 1972, und nochmal so eine große öffentliche Aufmerksamkeit genießt, haben die auch nochmal ganz andere Anschlussperspektiven. Mhm. Also in welcher Fernsehsendung soll ich denn als Kommentatorin arbeiten, die nicht existiert? Weil über den weiblichen Fußball überhaupt nicht berichtet wird. Es gibt keinen Frauen, also Doppelpass über den weiblichen Fußball. Im Doppelpass wird auch nicht über den weiblichen Fußball gesprochen. Übrigens auch nicht im aktuellen Sportstudio, was auch aktuelles männliches Fußballstudio heißen könnte. Ja, das finde ich gut. Ja, so viel anderer Sport, wie da gezeigt wird und so viel. Da werden auch keine weiblichen Gästinnen eingeladen, die mit Fußball zu tun haben, die meisten. Weil dann würde man ja Ohrenkrebs bekommen, wenn zu viel Frauen reden. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass Frauen keine Ahnung von Fußball haben. Das müssen wir natürlich immer über alles stellen. Und also ist bei uns wirklich, das muss man sich klar machen, so Themen Schwangerschaft, wie Verletzung, das ist dann eine Existenzbedrohung. Also das geht dann, also da ist dann eine Familiengründung, da musst du dir überlegen, okay, wie ist der finanzielle Ausfall dadurch? Weil du bist ja dann krankgeschrieben, wie bei einer Verletzung auch, und bekommst nur 60% Gehalt. Wenn mein Gehalt aber schon nur 1200 Euro sind, und davon 60%, dann wird es schon mal knapp mit dem Lebensunterhalt. Und wenn ich wirklich all in gehe im Fußball, und das machen die meisten von uns ja, wenn du es in die Spitze schaffen willst, dann weißt du, ich habe jetzt 10, 15 Jahre, dann haust du alles, was du kannst, da rein. Aber das fehlt dir natürlich eben auch in diesem beruflichen Standbein. Ich sage ja, ich fange ja jetzt nach dem Karriereende an, mich quasi beruflich zu orientieren oder Erfahrungen zu sammeln, selbst wenn ich schon einen Uni-Abschluss habe, wo meine Freundinnen schon 10 Jahre gearbeitet haben jetzt, sich bestimmte Positionen im Unternehmen erarbeitet haben, während ich einen Lebenslauf habe, wo berufliche Erfahrung halt in meinem studierten Feld gleich null ist, muss man ja ehrlich so sagen. Ja, auch da ist ja die Frage der Anschlussfähigkeit. Selbst wenn man das geschafft hat, nebenbei noch einen Beruf zu erlernen, wenn du darin dann doch nie oder nur Teilzeit gearbeitet hast, wirst du eben mit
Mitte 30 da jetzt auch nicht mehr die offensten Türen erleben. Ja, und, ja. Und dann kommt ja auch nochmal Familiengründung, wenn ich es jetzt nicht in der Karriere gemacht habe. Also es ist im Endeffekt ein Ticket in die Altersarmut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Jugendtrainerin. Normalerweise müsste ich trainiere U17 und U20. Normalerweise müsste ich all meinen Spielerinnen, die ein Gymnasium besuchen, sagen, oder eine Schule, an der man ein Abitur schaffen kann, sagen, bitte mach was anderes. Studier Medizin, Lehramt, Jura, was auch immer. Aber du wirst überall in jeder Branche mehr verdienen als hier. Ja, schade, dass das immer noch der Fall ist. Wir haben jetzt knappe 10 Minuten quasi überzogen. Ich warte immer noch auf die erhobenen Hände, um vielleicht noch eine andere Stimme zu hören. Aber es ist auch völlig okay, wenn da jetzt kein großer Bedarf ist. Die Frage ist, ob ihr Lust habt, irgendwie noch ein paar Minuten weiter zu sprechen. Wir können, wie gesagt, in diesem Raum auch noch bleiben. Also längstenfalls bis 13.30 Uhr, wenn der nächste Vortrag beginnt. Und ich hätte tatsächlich noch so ein bisschen zwei Themen, die sich verbinden lassen. Aber genau, ich würde jetzt irgendwie mal auf eine kleine Reaktion warten. Also wenn ihr lieber jetzt gehen wollt, dann könnt ihr uns einen Daumen runter geben. Oder ihr dürft auch einfach gehen. Ansonsten quatschen wir hier einfach weiter, würde ich sagen. Weil ich ein spannendes Thema finde, und das hattest du jetzt auch angerissen, so, oder hast das betitelt mit Femwashing. Und das finde ich super wichtiges Thema, und das ist das irgendwie, was mich auch total umtreibt. So, ich habe das vorhin in der Einleitung gesagt, dass eben der Verein, bei dem du quasi im Profibereich angefangen hast, damals FCR hieß, FCR Duisburg, und mittlerweile Teil des MSV ist, Teil des, weil sagen wir mal, irgendwie erfolgreicheren Stadtvereins, weil das einen Männerbereich gibt, so, der dann, also die ja auch Profiligen schon gespielt haben und so weiter. Du hast ganz viele andere Beispiele genannt, und das Schlimmste ist tatsächlich, würde ich sagen, irgendwie der HSV. Sie hatten ein super gutes Team. Es ist nicht so, dass es irgendwie vielleicht die HSV-Frauen nur in auch irgendwo unten rumgedümpelt haben in den untersten Ligen, sondern sie hatten ein super Team, und es ist einfach ein Skandal, dass das passiert ist, sozusagen aus finanzieller Not des anderen Bereichs. Also man muss sich mal vorstellen, dass ein Verein, der vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Tischtennis und Schwimmen anbietet, einfach die eine Abteilung schließt, weil bei der anderen was fehlt. Und dass sozusagen irgendwie Gelder, die durch die Schwimmabteilung eingenommen werden, zu 80% für neue Tischtennisbälle ausgegeben werden. Also so ungefähr muss man sich das, glaube ich, vorstellen, dass es auch gar nicht dem entspricht, was sozusagen der eine Bereich generiert hat, sondern es geht dann einfach um die Fokussierung auf Männer. So. Genau, und da wollte ich eben gerne noch so ein bisschen weiter dranbleiben, ob das jetzt irgendwie so, das ist das, was wir irgendwie in der Frauenbundesliga, jetzt habe ich das Wort auch benutzt, erleben, dass eben auch Poolheim ist so ein Beispiel, ist zum FC Köln übergegangen. Die hatten vorher auch irgendwie ein Standing im Frauenbereich, und ich würde sagen, als noch gerade aktuelles und prominentes Beispiel ist der FFC Frankfurt. Die waren der Verein, wenn es um Frauenfußball ging, und der Verein, in dem sich ja auch wirklich viele Nachwuchsspielerinnen orientiert haben und so. Und mich hat es tatsächlich ein bisschen erschrocken, dass so ein Name, der in dem Frauen- und Mädchenbereich tatsächlich auch so einen emotionalen Stellenwert hat, dann übertritt und im Namen, also unter Namen der Eintracht Frankfurt jetzt das DFB-Pokalfinale gespielt hat. Genau, ist das irgendwie der Trend? Sollte, also so, das ist so ein bisschen die Frage, die ich ja vorhin auch schon gestellt habe. Ist das irgendwie das, wo es hingehen soll? Gehen jetzt alle Frauenteams einfach in den nächstgelegene Männer-Bundesliga-Verein über, damit sozusagen irgendwie der Name nochmal ein bisschen Geld akquiriert? Oder was steckt dahinter, wenn wir von dir auch gehört haben, dass die Frauen
beim MSV Duisburg mittlerweile, also immer noch auf den schlechtesten Plätzen trainieren. Also das Argument zu sagen, sie können die professionellen Strukturen mitnutzen, das wäre ja super cool. Also wenn mir irgendwie das angeboten würde, ich könnte jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eine Profi-Anlage mit Pool und allem Schnickschnack mitbenutzen, inklusive Physio, die da nicht irgendein Azubi ist. Also wo liegen da die Vorteile und was soll das Ganze? Ja, ist natürlich eine Diskussion, die jetzt schon so seit 10 Jahren locker geführt wird, ne, weil es einfach mit dem Zuge der Professionalisierung im Laufe der so WM 2011, wo zum ersten Mal auch vom Verband hauptamtliche Stellen geschaffen wurden in den Vereinen, die da diskutiert wird. Es ist, glaube ich, nicht einfach zu beantworten, weil die Lizenzabteilungen der Männer oder so, weil die Männervereine da mit ihren Frauenabteilungen auch teilweise eben anders umgehen. Ne? Also ich denke, wir wissen alle, dass man im Fußball schon lange keine Romantikerin mehr sein darf. Ne? Also die Hälfte der Vereine, die in der ersten Liga gespielt haben, als ich debütiert habe, Saison 2006, 2007, die gibt es gar nicht mehr. In der Liga oder auch gar nicht mehr. Also SC Bad Neuenahr, Brauweiler Pulheim, ne, die HSV-Frauen und so, also die FFC Heike Rheine, die gibt es alle gar nicht mehr. Das ist aber jetzt beim männlichen Fußball auch nicht viel anders, muss man sagen. Also die Vereine, die 1962 in der ersten Liga gespielt haben, bestes Beispiel hier mein Heimatverein, Rot-Weiß Essen oder so, Tasmania Berlin, ne? Tennis Borussia und so, also die haben, sind ja auch nicht mehr da vertreten. Ich denke, es ist normal, dass, wenn sich eine Sportart entwickelt, es eben Vereine gibt, die eine tolle Entwicklung machen und Vereine, die eine nicht so gute Entwicklung machen. Was für die Lizenzspielervereine, also für die männlichen Clubs spricht, ist eben diese Infrastruktur. Wir haben ja schon gesagt, Leistung und Wachstum für die Spielerin braucht eine Infrastruktur. Und die haben die Männervereine eben, weil die uns 50 Jahre Entwicklung voraus haben, als wir halt verboten waren und die nicht. So. Und ja, das muss man so sagen. Toll. Also ich habe mich gefreut, vom FCR nach Bayern zu wechseln, war auch ein Grund, dass die eine viel bessere Trainingsanlage hatten und viel bessere Reisemöglichkeiten. Also dieses ganze Umfeld, dieses ganze Paket für mich als Spielerin viel attraktiver war, weil ne, wir hatten ja schon das bei, und bei Frauen geht es nicht darum, mache ich 7 oder 8 Millionen, sondern mache ich 1200 oder 1800 Euro und das entscheidet schon darüber, ob ich nebenbei noch arbeiten gehen muss oder ob ich sagen kann, ich gehe ausgeruht ins Training. Und ich habe das ja in Schweden die Erfahrung gemacht, weil da auch alle Profis waren. Du wirst natürlich eine bessere Spielerin, wenn du ausgeruht trainierst 2-mal am Tag, statt morgens zum Training, dann in die Uni und dann wieder zum Training. Müde Spielerinnen können weniger Leistung bringen als ausgeruhte Spielerinnen. Ja. Du bist vielleicht weniger verletzt. Du hast weniger Auszeiten dadurch in der Saison. Wenn ich mal 3 Spielzeiten am Stück trainieren und spielen konnte, entwickle ich mich besser, als wenn ich jede Saison insgesamt 2-3 Monate gefehlt habe. Also das summiert sich alles auf dazu, dass du brauchst Top-Bedingungen, um Top-Leistungen zu bringen. Und die Unterscheidung, die wir so ein bisschen machen müssen, ist immer, was ist die Intention? Und wie viel Respekt steckt ein Stück weit auch dahinter für den weiblichen Sport? Also ist da jetzt wirklich ein Verein, wie zum Beispiel Olympique Lyon, der Präsident hat eine Tochter, die Fußball gespielt hat und hat sich darüber entschlossen, dort eine starke weibliche Fußballabteilung aufzubauen. Das heißt, da steckt dann auch ein wirkliches Interesse dahinter. Man hat da was Tolles aufgebaut für die Spielerinnen, die da spielen. Schöne Sache. Ja, auch bei Bayern München muss ich sagen, wir mussten wie immer in Vorkasse gehen. Ja, wir haben da schon 20 Jahre professionell gespielt und irgendwie Top-Leistungen gebracht, bevor das vereinsintern irgendwie wirklich gewürdigt wurde. Aber nach dem Pokalsieg 2012 hat man vielleicht auch diese gesellschaftliche, positive Verkaufsmöglichkeit darin gefunden und steckt jetzt, genau wie der VfL Wolfsburg, mit Sicherheit mehr Geld rein, als die Abteilung selber generiert. Da gehen Vereine auch in Vorschuss. Dasselbe in England, ne, wo eben auch verpflichtet wurde, dass die Vereine eine Abteilung haben. Manchester City und so weiter, Chelsea. Aber nichtsdestotrotz besteht immer die Gefahr, dass du im Verein eben nur die Frauen bist. Nur die Frauen von. Das heißt, du kriegst die schlechteren Trainingszeiten, die schlechtere Anlage. Du darfst bestimmte Abteilungen, bestimmte Räumlichkeiten nicht benutzen, nicht betreten.
Also es gibt Spielerinnen, die feiern jetzt so voll, dass sie dann bei Manchester City denselben Kraftraum und denselben Speisesaal benutzen dürfen. Ich denke, wow, also wir dürfen am selben Ort essen, weil ich bin ja auch jetzt nicht Fußballspielerin geworden, um die männlichen Spieler zu treffen, sondern um professionell trainieren zu können, um die bestmögliche Spielerin zu werden. Also ich werde auch so oft gefragt, hattet ihr denn mit den männlichen Profis bei Bayern was zu tun? Das war ungefähr sowas von komplett uninteressant für mich. Ich bin großer Borussia Dortmund-Fan, seit kleinster Jugend an. Und es war mir, ich habe nicht eine Sekunde gedacht, wow, ich wechsle jetzt zu Bayern, damit ich Manuel Neuer treffen kann. Der war auch damals noch gar nicht da. Aber weißt du, was ich meine? Ne? Also es wird wieder, die Frau wird wieder an der männlichen Abteilung gemessen. Und ich habe ja diese Negativbeispiele genannt, wie gesagt, HSV, die freiwillig abgestiegen sind, aber eben auch Borussia Mönchengladbach, die in der zweiten Liga rumdümpeln, die nichts da reinstecken, wo das für ein bevölkerungsreiches Land wie NRW so wichtig wäre, hier auch starke Stationen zu haben. Und ich muss auch sagen, ich bin skeptisch, was zum Beispiel die Abteilungen von Schalke und Borussia Dortmund betrifft. Weil die fangen jetzt ja freiwillig in der Kreisliga an, die übernehmen keine Lizenz. Mhm. Das heißt aber auch, die haben jetzt noch schön entspannt 7 bis 10 Jahre Zeit, wo die Frauenabteilung sie gar nichts kostet, weil schon Kreisliga, die Mädchen kommen freiwillig, damit die in dem Trikot spielen dürfen. Und gleichzeitig hat man nach außen hin diesen Druck nicht mehr, dass dauernd die Presse anruft oder die Mitglieder auf der Versammlung fragen, warum haben wir denn keine Frauen? Also da sehe ich jetzt auch noch nicht das große Engagement zu sagen, wir wollen wirklich unseren weiblichen Fans, den Mädchen, die in Deutschland, die kleinen Mädchen, die hier Fußball spielen und die uns lieben, denen wollen wir auch die Möglichkeit geben, in unserem Trikot in der Champions League aufzulaufen. Ja. Das wäre mein größter Traum gewesen, für BVB in der Champions League zu spielen oder als deutsche Meisterin werden. Also überhaupt diese weiblichen Fans einfach den weiblichen Teil der Gesellschaft genauso mitzunehmen und mitzudenken und nicht quasi implizit zu sagen, wir sind ein riesengroßer Verein, aber eigentlich nur für Männer. Und wenn die Frauen auch kommen, toll, aber wenn nicht, dann nicht. Ja, wir haben tatsächlich eine Meldung. Ja, sehr gerne. Genau, dann gebe ich jetzt mal weiter an Stellan. Also ich würde gern mal, als Mann kann ich natürlich jetzt zu den Sachen im Frauenfußball selber wenig sagen, aber ich würde gerne mal zu den Sachen im Verein was sagen. Und zwar bei uns ist bei Werder, wir haben ja jetzt quasi mit den Frauen, spielen wir jetzt ja quasi höherklassiger als mit den Herren, aber auch in den Medien, man kriegt halt einfach vom Frauenfußball kaum was mit. Und das habe ich auch so ein bisschen die Sorge beim HSV, dass zu dem Punkt, wenn man da kommt, dass man quasi kein Geld mehr hat, die Fans das halt auch kaum mitkriegen, weil sie vorher nie mit dem Thema zu tun hatten. Und bei uns ist es so, wir gehen halt so in kleiner Gruppe regelmäßig zu den Werder Frauen, aber das sind halt in Summe irgendwie 30 Leute, die da hingehen. Und in den sozialen Medien, die Werder Frauen laufen bei Twitter unter Leistungszentrum und Frauenfußball. Und höchstens jetzt, als die Bundesliga-Saison vorbei war oder so, oder als mal so ein paar Spiele im Stream kam, wurde es dann ein bisschen bei Twitter beworben und dann mal die Beiträge geteilt. Aber ansonsten nimmt man die Vereine oder den Frauenbereich eines Bundesligisten halt auch einfach nicht wirklich in den Medien wahr. Das ist jetzt bei Bayern vielleicht ein bisschen anders, weil es mal auf Sport 1 oder Eurosport, Champions League und sowas kam. Aber von den kleineren Vereinen, man kriegt das halt auch einfach gar nicht mit. Und solange die Vereine da nichts tun, kann man natürlich auch mit dem Frauenfußball kein Geld machen, was jetzt erstmal vielleicht nicht so verkehrt ist, dass man den Fußball nicht nur zum Geldmachen nutzt, aber durch die Präsenz würde man ja auch irgendwie Gelder reinkriegen, die man sinnvoll nutzen könnte. Und deswegen sehe ich das auch gerade noch ein bisschen kritisch, ob man überhaupt dadurch, dass jetzt Dortmund, Schalke oder sowas machen, da gehört halt mehr zu, als nur den Verein aufzumachen, sondern man muss es halt auch leben und auch nach außen hin zeigen, damit auch die anderen Vereinsmitglieder davon was mitkriegen. Das mal so als mein Punkt. Finde ich total super. Vielen Dank da nochmal für die Perspektive auch aus Bremen. Und ich denke auch, dass das ein Teil der fehlenden Professionalisierung ist. Ne? Also es gibt zum einen, finde ich, auch diese gesellschaftliche Verantwortung, die Fußball meiner Meinung nach hat, weil der ist so groß. Ja, wir zahlen als Steuerzahler für die Hundertschaften, die die Bundesligaspiele absichern, für die extra Bahnwaggons, die da fahren. Da hat der Fußball meiner Meinung nach eben die gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, wir als Verein in unserer Region wollen Mädchen
Sport genauso fördern wie Jungssport. Das ist die eine Komponente. Ich sehe aber auch, dass der Fußball natürlich auch auf weiblicher Seite besser vermarktet werden könnte. Und da geht es nicht darum, direkt zu sagen, wir drehen das Rad so weit wie bei den Männern, wo es ja zu Recht die Kritik gibt, dass der Fußball ausverkauft wird und mit dem Fan nichts mehr zu tun hat, sondern dass ja immer das Argument angeführt wird, ja, bei euch kommen ja auch keine Zuschauer. Nur ganz ehrlich, ich kann ja auch nur Fan von etwas sein, das ich kenne. Ich kann nur wissen, ob mir Turnen gefällt, wenn ich das mal einmal im Leben im Fernsehen gesehen habe. Sonst kenne ich das ja gar nicht. Und ich sage ganz ehrlich, bei uns liegen diese ganzen Heldennarrative, die beim männlichen Fußball erzählt werden. Ja, der kommt nach langer Verletzung zurück und dann macht er das Tor. Und diese ganzen Dramen, die da drumherum erzählt werden, die liegen bei uns auf der Straße. Die erzählt nur keiner. Da gibt es keinen Raum für. Weil selbst wenn Sport 1 Champions League überträgt bei den Frauen, dann wird 5 Minuten vorher eingeschaltet. Der Kommentator spricht die Hälfte der Namen falsch aus. Es gibt in der Halbzeit 12 Minuten Werbeblock und 3 Minuten 3 Minuten Torszenenwiederholung. Keine Interviews, keine spannenden Stories. Ich sage ja kein Doppelpassformat, wo über den Spieltag diskutiert wird. Ja. Und 4 Zugänge. Um überhaupt die Spiele irgendwo online zu finden, ja. Dann werden die mit so einer Handkamera hinter dem obersten, hinter dem Lichtmast gefilmt. Das ja, muss ich sagen. Perspektive. Ja. Ich bin ehrlich, bei Olympia gucke ich sogar Bogenschießen, weil das so spannend gemacht ist als Wettkampf. Da ist ein volles Stadion, da sind 7 Kameraperspektiven, es gibt Zeitlupen, dann nimmt mich das mit. Aber wenn Opa Heinrich auf dem eigenen YouTube-Kanal des Vereins, ja, wie bei SC Sand oder so, ja, dann da irgendwie unerkennbar das Spiel mitfilmt und ich sehe die Torszenen nicht nochmal, ich kann kaum erkennen, wo der Ball ist, dann würde ich auch nicht einschalten. Also ich glaube, bei einigen Männerlizenzvereinen geht es schon auch immer noch darum, es soll möglichst wenig Geld kosten und die sollen nirgendwo im Weg sein. Und nochmal, weil du Beispiel Werder Bremen gesagt hast, ihr hattet mit Marie-Louise Ether sogar auch eine weibliche Trainerin im Nachwuchsleistungszentrum. Und das ist dann wieder der nächste Brückenschlag. Ne? Wir reden jetzt wieder über die Frauenabteilung, aber diese Durchmischung fehlt mir auch völlig. Warum wird, wenn der Bundestrainerposten besetzt wird, noch nicht mal darüber nachgedacht, ob nicht auch eine Frau überhaupt im Trainerteam sein könnte? Nicht Cheftrainerin, aber zu sagen, Diversität kreiert Erfolg. Und wir nehmen in allen Teams männliches Nachwuchsleistungszentrum, weiblicher Nachwuchsleistungsfußball, gemischte Teams in allen Vereinen und in allen Jugendnationalmannschaften bis in die A-Nationalmannschaften. Weil wir haben ganz viele Männer im Frauenbereich als Cheftrainer, als Co-Trainer, als Torwarttrainer, als Manager. Wo ist die Durchmischung zu sagen, es gibt qualifizierte TrainerInnen, Trainerinnen, wir machen immer ein Chef und Co. müssen irgendwie verschiedenen Geschlechtern angehören. Und dann haben wir über trans und queer und non-binär noch gar nicht gesprochen. Genau, aber das ist tatsächlich die spannende Frage, warum das immer so irgendwie, da wird nicht weitergedacht und der Gedanke nicht übertragen. Und was ich auch ganz wichtig finde, bevor ich gleich Stella nochmal dran nehme, so die Frage nach dem immer noch, ich bleibe mal beim Breitensport, weil mir der auch am Herzen liegt. So, da sollte eine Sozialisation in Mädchenteams stattfinden, mit weiblichen Trainerinnen. Vielleicht nicht ausschließlich, aber gerne überwiegend. Weil nur wenn ich sehe, wie meine Trainerin, weiß ich nicht, aus wie viel Meter Entfernung das Tor trifft, dann glaube ich, dass ich das auch kann. Wenn mir das ein Typ vormacht, dann ist das immer noch ein Typ. So. Da muss ich nochmal ganz kurz sagen, TrainerInnen-Ausbildung, weil ich da ja jetzt auch tätig bin. Auch da fehlen natürlich einfach die Strukturen. Es gibt die Frauen in diese Position bringen. Ne? Es ist einfach wieder so eine systemische Benachteiligung, die gar nicht jetzt aus Frauenhass automatisch existiert, sondern einfach, weil Frauen bei der Kreation dieser Trainerlehrgangsstrukturen überhaupt nicht mitgedacht werden. Genau, und wenn zum Beispiel auch da die Frage, ob du dein Kind mitbringen darfst, ob es die Möglichkeit gibt. Also wenn ich für eine Lizenz eine Woche in die Sportschule muss, welche Mutter, selbst für 2 Wochenenden, welche Mutter kann jetzt einfach ihre, also kleinen Kinder, sagen wir mal, wenn sie noch stillt oder so, halt
eine Woche irgendwo zu Hause lassen. Weil wir vom Ehrenamt auch reden. Wenn ich dafür irgendwie 2000 Euro kriege, dann kann ich mir auch eine. Alles Ehrenamt. Und dann die Kompetenzen, die mich jetzt zum Beispiel fürs Nachwuchsleistungszentrum bei den Jungs qualifizieren würden, kosten so viel Geld, dass sich das viele auch weibliche Ex-Profis überhaupt nicht leisten können. Weil wir eben nicht Millionen verdienen und an die Seite gelegt haben. Und dann sind halt 10.000 Euro für die Fußballlehrerlizenz schon ein Grund für so Frauen wie Imke Wibbenhorst, dann mal ein Jahr obdachlos zu sein und keine Wohnung zu haben, um sich das leisten zu können. Also auch da wurden wir einfach wieder nicht gefragt, nicht mitgedacht. Und dadurch wird verhindert, dass kompetente Frauen in den Leistungsbereich kommen, aber auch dieses klassische, der Vater trainiert die F-Jugend, dass man es umdreht und sagt, warum kann die Mutter denn nicht die F-Jugend trainieren? Egal ob Jungs oder Mädchen. Ja. Ich gebe jetzt noch einmal ab. Gerne. Genau. Ich wollte noch mal aufgreifen, dieses Thema, wie man die Frauen wahrnimmt. Das war jetzt, fiel mir eben so ein beim Thema Männerfußball. Unsere Physiotherapeutin, als sie im Relegationsspielen letzte Saison auf diesen Metallkästen so rumgekloppt hat und damit für Stimmung gesorgt hat, wie lange dann plötzlich Thema war, dass eine Frau da die Stimmung macht, da dachte ich mir auch so, hey, die macht ihren Job, macht zusätzlich, unterstützt den Verein auch so ein bisschen, aber dass das dann auch in den sozialen Medien noch so groß breitgetreten wird, was sie da macht, statt mal darüber zu berichten, das ist ja, glaube ich, auch eine ehemalige Spielerin bei uns von Werder Frauen, soweit ich das weiß, und hat auch da diese Arbeit als Physiotherapeutin und so noch mitgemacht, wo ich mir auch denke, was soll das? Und gleichzeitig, was ihr eben nochmal angesprochen habt, das Thema TrainerInnen im Frauenfußball. Also ich habe jetzt letztens, war ja Pokalfinale und der Frankfurt-Trainer, wie oft sie dann darüber geredet haben, wie sehr er zur Eintracht steht und dass er beim Herrenpokalfinale dabei sein durfte und wie sehr er da gefeiert hat. Wo ich mir auch dachte, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun und warum berichtet ihr nicht intensiver darüber, was er jetzt bei den Frauen macht und wie die Strukturen da sind. Und immer wird dieser Bezug gemacht zum Herrenfußball und das ist das, was Fahr eben meinte, ob das so gut ist, den Frauen in den Männerverein zu integrieren, weil ich habe das Gefühl, aktuell ist es noch so, dass dann die ModeratorInnen auch jeweils dann eher wieder die Thematik Männerfußball aufgreifen, weil es halt in den Medien fürs Publikum vielleicht eher gedacht wird, es wäre wichtiger. Ja, danke auf jeden Fall auch nochmal für den Aspekt des Themas, weil man muss auch einfach sagen, die meisten Moderatorinnen haben auch einfach keine Moderatorin, muss man oft sagen. Gerade Sport 1 ist wirklich da, also da könnte ich jeden Sonntag ausrasten, weil die haben auch einfach keine Ahnung. Die stellen diese Bezüge zur Männerabteilung her, weil die über die Frauen nichts zu sagen haben, 90 Minuten. Das sind wieder diese Narrative, die nicht erzählt werden. Ne? Die wissen nichts über die Spielerin. Die wissen nicht, bei einer Marina Hegerin kommt jetzt mal ab und zu, dass die 5 Jahre verletzt war. Es ist ein Wunder, dass die Frau Nationalspielerin geworden ist. Und die ist, ich habe mit ihr in Duisburg zusammengespielt, eine fantastische Persönlichkeit. Ja? Aber man interviewt dann lieber in der Halbzeitpause noch zum Beispiel bei Leverkusen letztens im Topspiel Thomas Aichin, der ja auch bei euch in Bremen war, der jetzt da die Frauenabteilung groß machen will, als zum Beispiel mit einer weiblichen Expertin zu sprechen, ja. Es ist einfach, die haben über die Frauen nichts zu erzählen, weil die kennen sich mit dem Thema nicht aus. Die gucken vielleicht einmal am Tag vorher die Spielerkader durch und haben diese Narrative, sind denen überhaupt nicht präsent. Und diese Vergleiche, es ist wirklich so, bei jeder Berichterstattung in einem Frauenspiel wird ein Vergleich zu einem Männerspiel oder einem männlichen Sportler gezogen. Es war, glaube ich, im Champions League-Finale oder Halbfinale von Bayern, da hat Sarah Zadraziel ein wunderschönes Tor geschossen und der Moderator sagt, ja, die hat sich ja irgendwie jetzt kürzlich hier im Zuge des Finals hat sie irgendwie Neymar getroffen, der hat ihr bestimmt noch ein paar Tipps gegeben. Ey, ich bin bei Twitter eskaliert, weil es ist wirklich, ich möchte das Spiel erleben, den Tag, wo Neymar ein Traumtor schießt und der Moderator sagt, der hat sich ja auch vor 2 Tagen noch mit Sarah Zadraziel getroffen. Die hat ihm bestimmt ein paar Tipps gegeben. Oder auch gerne dieses Lina Magul, die weibliche Ilkay Gündoğan. Ich möchte auch da mal bitte hören, Ilkay Gündoğan, der männliche Lina Magul. Es ist immer, das ist alles davon, alle Beispiele, die wir heute nennen, zeigt einfach, wir sind nicht die Norm. Der weibliche Fußball ist ein Abklatsch, eine Abart des Fußballs, nicht des männlichen Fußballs, weil der ist ja der Fußball.
Weiblicher Fußball ist die Abart des männlichen Fußballs und kann nur im Spiegel von diesem männlichen Sport existieren. Und das würde es halt im, es gibt es in anderen Sportarten nicht, in keiner. Das gibt es im Tennis nicht. Niemand würde sagen, Angelique Kerber, Frauentennis ist nichts wert, weil Angelique Kerber würde nicht gegen Roger Federer gewinnen. Und niemand sagt, Angelique Kerber hat nicht Wimbledon gewonnen, die hat Frauen Wimbledon gewonnen. Hm. Ja. Also, ja, ich weiß gar nicht, da kommen jetzt schon wieder ganz viele Dinge auf. Ja, ich kann aber sagen, Schluss machen, ja, genau, wir gönnen uns einfach die Pause, falls ihr gleich um 13.30 Uhr den nächsten Slot angucken wollt. Es hat mir aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich möchte, weil es einfach gerade dazu passt, mit einer Forderung schließen, die seit Jahren im Raum steht, eine ganz provokante, dass die Frauen sich einfach vom DFB ablösen sollten und ganz von vorne einen eigenen Verband aufziehen. Ich glaube, es wäre eine Option, über die man nachdenken sollte, weil also Potenzial, Wissen, alles ist da. Ganz viele Frauen, die Erfahrungen gemacht haben, die sie nicht wiederholen wollen. Ich glaube, das macht auch total viel aus, das irgendwie an Generationen weiterzugeben. Letztes Bild von mir dann dazu. Auch da danke nochmal, dass du es sagst. Also mir wurde dieser Gedanke erst ganz kürzlich präsentiert. Ich habe da selber nie drüber nachgedacht. Erst vor einem Monat oder so hat das jemand zu mir gesagt. Und natürlich mit den Entwicklungen, die im DFB die letzten Monate passiert sind, ne, wie alles eskaliert, wie man mit dieser Krise umgeht, wie unerneuerbar dieser Verband manchmal scheint und rückständig, finde ich auch den Gedanke wahnsinnig spannend, zu sagen, wir machen einfach komplett unser eigenes Ding. Wir ziehen es so auf, wie wir es für richtig halten. Wir machen es paritätisch, wir machen es feministisch und cool. So, wir nehmen alle mit, wir nehmen auch die Männer mit, die gerne in anderen Strukturen Fußball spielen würden. Ne? Man kümmert sich mal um Spielrechte eben für Trans, man kümmert sich um Spielrecht für gemischte Mannschaften, wie das jetzt in Holland der Fall ist, und zieht quasi einen feministischen Fußballverband groß. Ich glaube auch, das Personal wäre da. Ich möchte aber auch dazu anmerken, der Fußball ist immer ein Spiegel der Gesellschaft, in der er existiert. Ne? Der Fußball ist... zeigt eigentlich die Gesellschaft unterm Brennglas. Alle Entwicklungen, die uns gesellschaftlich beschäftigen, sind im Fußball immer besonders sichtbar. Und ich glaube, auch da hätte ein weiblich gegründeter Verband das Problem, dass die gesellschaftliche Unterstützung fehlt, dass die vielleicht die Sponsoren fehlen, die Mittel fehlen, die Plätze fehlen, weil wir einfach ein gesellschaftliches Problem mit der Anerkennung von Frauen und der Anerkennung der Leistungen und der Bedarfe und der Wünsche von Frauen haben. Und solange wir es gesellschaftlich nicht schaffen, alle Geschlechter gleich zu behandeln und allen unabhängig vom Geschlecht, Sexualität, Herkunft und so weiter dieselben Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, solange würde, glaube ich, ein weiblicher Verband keine Chance haben, weil es genau auf dieselben Probleme stoßen würde wie Frauen in allen Branchen, in jedem Alter in diesem Land. Ja, das könnte so sein. schade, dass der Vortrag in der nächsten Runde abgesagt werden musste. Wir hatten Ursula Kohlert da, die dazu sprechen wollte, ob wir mehr Feminismus oder ich glaube, es war sogar mehr echter Feminismus im Frauenfußball brauchen. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nachholen können mit ihr und dann würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auch wieder dabei seid. Und genau. Ich möchte mich einfach nochmal ganz herzlich bedanken bei Katrin Lengert und bei euch allen auch, die jetzt irgendwie da waren. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und dann, genau, könnt ihr diesen Raum verlassen. Ich weiß nicht, ob gerade im Hauptraum was passiert. Ansonsten, wie gesagt, ist eigentlich gerade Pause.